Moin Moin Freunde, hier ist der Mac, die Urban German. Ihr hört den Catch Club Podcast. Genießt den Podcast und immer wieder reinschalten. Oh my God! Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Catch Club Zuhörer. Ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe der Westside Stories Nummer 12. Das Dutzend haben wir voll, liebe Leute. Und ich hoffe, da werden noch ein oder zwei Dutzend dazukommen, hier in unserem bislang längsten Format hier im Catch Club. Denn wir sprechen wieder über WXW. Ich bin der gute alte liebe Drew und begrüße euch ganz herzlich zur Show. Hallo Drew! Und wie ihr das gerade schon gehört habt, bin ich natürlich nicht alleine, denn ich habe für Begleitung gesorgt, meinen werten Kollegen aus dem Norden. Den guten alten Marcel. Was kannst du eigentlich? Ja, gar nichts. Hi. Ja. Und so Norden ist der Norden gar nicht. Es ist mehr Mitte. Also. Ja, ich habe jetzt etwas. Südlicher Norden. Man sagt Norden, aber. Ich habe etwas gestruggelt dabei. Egal. Ah. Also. You fucked up. Ja, aber du bist nicht so weit im Norden wie die Show, die wir gesehen haben. Nee. Denn da ging es dann weiter nördlich. Ich glaube sogar der nördlichste Stopp, den WXW hinlegt. Ja, zumindest für die Marquee-Events, ne? Also ja, das ist ja sowieso. Da ist es ja auch das einzige Marquee-Event im Norden, glaube ich. War es eigentlich ein Marquee-Event oder war es ein Feature-Event? Weil ich habe dazu nichts gehört oder gelesen. Als was betitelt die WXW denn selber? Gehen wir doch einfach mal auf die WXW-Homepage. Also, ich sehe hier jetzt auch selber, wo ist denn die Show? Keine Ahnung. Ist doch egal. Ja, also, ich würde es jetzt als Marquee-Event bezeichnen. Hätte ich jetzt auch gesagt, aber wie gesagt, genaues wissen wir nicht. Dennoch war es wieder Zeit für Hamburg City. Es ging nämlich wieder. Es ist ein Marquee-Event. Es ist ein Marquee-Event, sehr gut. Bei dem neuesten WXW-Marquee-Event stehen alle WXW-Titel auf dem Spiel. Blablabla. Sehr schön. Also haben wir das also auch geklärt. Und ja, es geht, wie schon gesagt, nach Hamburg City, Bitch. Zurück in die wunderschöne. Und es ist definitiv nicht das nördlichste, weil sie haben ja auch Aurich-Shows schon gehabt. Stimmt. Und Aurich ist noch weiter nördlich. Ja, das ist ja Nordsee, da glaube ich. Ruhig. Ja, wobei es ist fast auf einer Höhe, das eine ist nur weiter westlich. Ja, gut. Naja. Kann man sich jetzt drüber streiten, ist auch eigentlich egal. Ja, eigentlich egal. Aber wir sind wieder im wunderschönen Hamburg in der Markthalle zum insgesamt 24. Mal. Tatsache. Sind wir da. Mit einem großen Marquee-Event, mit einem neuen Marquee-Event, weil das letzte Mal hieß noch so eine Tour. Jetzt ist es ein einzelner Stopp. Es ist Drive of Champions. Wie du schon gesagt hast, gerade eben, alle Titel stehen auf dem Spiel, was man auch ein bisschen erwartet von so einer Show, wenn die schon so heißt, ne? Ja, das ist halt ähnlich wie so, wenn WWE sagt Clash of Champions, ne? Ja, nur dass es da dann deutlich mehr Matches gibt. Und wahrscheinlich noch deutlich schlechtere. Ja, das sowieso, also das keine Frage. Aber ich würde sagen, das ist ein anderes Thema, über das wir besser nicht sprechen, weil sonst fangen wir nur wieder an auszurasten und kriegen Nasenbluten und sowas. Und ich würde sagen, wir sprechen deswegen lieber über diese Show. Marcel, wie fandest du die Show? Ich bin im Endeffekt sehr zufrieden mit der Show. Also ich hatte sehr viel Spaß. Hatte einen starken Anfang, ein starkes Ende. In der Mitte hat es ein bisschen federn lassen. Aber ansonsten bin ich insgesamt sehr, sehr zufrieden. 6 Matches auch wenig für WXW-Verhältnisse. Ich habe zumindest das Gefühl, dass das sonst mehr sind eigentlich bei Marquee-Events. Aber im Endeffekt standen halt die Titel auf dem Spiel. Ja, der Fokus stand halt ganz klar. Und wir hatten noch 2 weitere. Ja, genau. Also der Fokus stand halt natürlich ganz klar auf den Titelmatches. Was ja auch gar nicht, glaube ich, so oft vorkommt, dass alle Titel tatsächlich mal komplett auf dem Spiel stehen. Weil oft ist ja das mal so, dass dann irgendwie mal ein Titel halt nicht verteidigt wird und dafür dann eine Show später oder sowas halt. Das gibt es ja auch mal öfter. Ja, wenn, dann ist es meistens halt der Women's Championship, der mal nicht verteidigt wird. Ja. Aber ansonsten hast du eigentlich immer alle. Ja. Wenn Tony da ist, waren es immer alle. Ja, gut, kommt drauf an. Also bei Superstars zum Beispiel gab es ja auch kein Shotgun-Titel-Match. War das kein Titel-Match? Nee, da war doch Sitochi im Six-Man mit der Krone gegen Robert und Vollgas darin.
welche jetzt ja übrigens Mitglied des World Tag Team Festivals sein werden, weil Gründe. Ja, ich habe Bock auf die beiden, weil die beiden als Team machen Laune. Ja, die finde ich an sich auch ganz cool. Also es passt überraschend. Besser als gedacht. Aber der Name ist halt... Boah. Yes. Aber da kommen wir dann vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Also ich fand die Show auch okay. Ich fand die jetzt nicht überdurchschnittlich gut oder sowas, aber ich fand sie jetzt auch keinesfalls schlecht. Ich denke, man hat Geschichten erzählt, die man erzählen wollte. Zum größten Teil. Ein paar Fäden sind... beendet worden und oder noch weitergezogen worden, wo sie hätten vielleicht beendet werden sollen oder auch nicht, man weiß noch nicht. Und ja, alles im allem fand ich's soweit in Ordnung, aber halt noch nicht mehr und nicht weniger. Also, das hört sich jetzt irgendwie negativ an. Also, ich fand, es war eine solide Show und ja. Ich bin da an der Stelle etwas positiver als du, aber das ist ja auch in Ordnung. Ja, das ist ja auch, das ist sogar absolut in Ordnung, keine Frage. Gut, gibt es noch irgendwas, was du unseren lieben Zuschauern spoilerfrei mitteilen möchtest? Nee, guckt euch die Show an. Ich glaube, ihr werdet Spaß ja haben. Vielleicht ihr werdet einige Dinge, ihr werdet die Show auch gucken müssen, wenn ihr informiert sein wollt, wie es in der WXW weitergeht, storyline-technisch. Weil da ist einiges passiert. Ja, klar. Das ist ja auch vernünftig so, wenn es jetzt halt, wie wir jetzt festgestellt haben, ein Marquee-Event ist, dann sollte das auch so sein, meiner Meinung nach. Von daher ist auch gut, dass das so passiert ist. Vielleicht kann man jetzt hier noch mal kurz in den spoilerfreien Teil vielleicht sagen, das wollte ich eigentlich später erst erwähnen, aber das kann man vielleicht jetzt hier ganz gut einbauen. Für die nächste Show in der Markthalle in Hamburg wird am 7., nee, am 6. September ist es, glaube ich, die Fans... 13. Der 13.? Also, ich meine, es ist der 13. Warte. Red weiter, ich prüfe in der Zeit nach. Wird auf jeden Fall die nächste Show in Hamburg wird die Fans Appreciation Night sein. Mit einem ganz besonderen Gaststar, und zwar wird Tennille Dashwood zur WXW zurückkehren und dort in Action sein. Also genau ist noch nicht bekannt, was für eine Gegner oder was auch immer. Vermutlich oder hundertprozentig wird es ein Women's Match sein, vielleicht ein Titelmatch oder so. Also da steht noch nichts Genaues fest, aber es ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis September. Ja, also es ist der 13. Es ist der 13., okay. Dann war das mein Fehler, dann habe ich mich da ein wenig vertan. Ja, und wo wir gerade über Fan reden, ja, wird die Fans Appreciation Night, also boah, da kannst du dich ja also wirklich ganz hart, also das klingt halt immer, als wärst du betrunken. Wird das so ein bisschen zum WXW Cyber Sunday? Es hat sich so angehört, weil es stand ja dann auch auf dem, also bei dem Ankündigungsvideo von Tennille Dashwood stand ja dann auch irgendwie du entscheidest und du hast es in der Hand und sowas halt. Das wurde da ja immer auch so extra hervorgehoben. Also es hört sich für mich ein bisschen so an, als wäre, würde es in die Richtung gehen, was ich sehr cool finde. Hallo? Hast du mich gerade verstanden? Ich habe nicht verstanden, ich habe nur versehentlich auf stumm gehabt. Ich wollte... Auf was? Auf stumm gehabt. Das Mikro. Hallo? Hallo, hörst du mich jetzt? Jetzt höre ich dich wieder. Okay, ich hatte gerade eben versehentlich das Mikro auf stumm und dann ist irgendwie was ausgefallen. Auf jeden Fall, also sieht für mich so aus, als wäre es tatsächlich jetzt in die Cyber-Sunday-Richtung gehen, weil man hatte ja dann auch bei dem Ankündigungsvideo immer so ein bisschen das hervorgehoben mit du entscheidest, du hast es in der Hand oder sowas halt. Und das hat man ja auch immer extra irgendwie betont so ein bisschen und deswegen glaube ich schon, dass das irgendwie in die Richtung gehen könnte, was ich sehr cool finde. Ja, das, also das kann halt sinnvoll eingesetzt, kann das ein echt cooles Element sein. Du musst halt, also du kannst jetzt nicht bei jedem Match sagen, ja, wir machen jetzt hier eine Stipulation oder nicht. Oder, nö, aber man könnte ja auch zum Beispiel machen, sowas, keine Ahnung, wer kriegt das Shotgun-Titel-Match oder sowas halt. Dann hast du halt irgendwie drei Leute zur Auswahl und der mit den meisten Stimmen kriegt dann halt das Titel-Match oder sowas. Oder wer wird der, keine Ahnung, der Tag-Team-Partner von Absolut Andy im Tag-Team-Match sowas halt. Also wenn es halt eine Sache gibt, wo es sinnig ist, das zu machen, weil du vielleicht mehrere Herausforderer hast für irgendwas oder mehrere Optionen, dann finde ich das absolut in Ordnung. Ja, ich auch. Also ist mal was Cooles, sowas eigentlich auch so, sonst kennt man das halt nur so aus WWE oder sonst irgendwas und sowas halt mal irgendwie so bei WXW oder bei so einer kleineren Indie-Promotion zu haben, ist irgendwie schon cool. Ja, und du kannst es halt ja auch als Promotion ja auch in der Richtung lenken, wenn du sagst, wir wollen ein Special Guest Referee-Ding machen. Ja, genau. Ja, dann machst du halt zwei egale Menschen und machst halt einfach, denkst, boah, krass, das will ich auf jeden Fall sehen.
Ja, klar, also dass man dann auch ein bisschen so eine Richtung geht, um vielleicht die Entscheidung von Leuten so zu beeinflussen. Das ist ja jetzt auch keine neue Methode, sag ich mal, ne? Nee, und das ist auch nichts Schlimmes. Nee, ach Quatsch, um Gottes Willen, also klar. Und wenn das dann halt nicht so ist kommt... Ist ja auch kein politischer Wahlkampf. Nee, von daher ist es ja auch egal. Im Endeffekt geht es einfach nur auf dem Spaß und man hat dann wahrscheinlich immer noch so ein paar Alternativpläne, falls halt das andere davon kommt, dann, dass man halt weiß, wie man dann damit umzugehen hat. Ja. Das, also, man plant ja nicht so ein Event, ohne da halt vorher drüber nachgedacht zu haben, was passiert halt, wenn die Leute nicht das wählen, wovon wir jetzt ausgehen, oder wenn es halt ein bisschen anders kommt als erwartet. Man wird ja schon irgendwie einen Plan haben und sich dabei was gedacht haben, wie man das dann halt macht und wie man dann mit solchen Sachen umgeht. Sonst würde man sowas ja nicht machen. Ja, und oftmals sind Stipulations ja auch relativ ähnlich, weißt du, wenn du da eine Blutfeder hast, und das lässt halt dann drei Stipulation-Matches mitmachen, da hast du ein Tables-Match, hast ein Street-Fight und machst ein, keine Ahnung, I-Quit-Match draus oder sowas. Ja, ne? Eben. Also, da kannst du dich auf alles auch vorbereiten und die Wrestler müssen halt nur wissen, wie sie halt jedenfalls das Finish wirken. Genau. Und der Rest ist ja bei solchen Matches dann eigentlich immer relativ genau. Ähnlich. Wenn du jetzt zum Beispiel diese drei Möglichkeiten nimmst, dann hast du halt eh für ein I-Quit-Match, was hast du gesagt, Street-Fight und ein Tables-Match, dann hast du halt eh, ne, also die Tische sind dann eh safe da und die kannst du dann, wenn es kein Tables-Match gibt, kannst du die für die anderen beiden Matches auch benutzen und so weiter und so fort halt. Ja, und Tischspots sind immer gut. Genau, deswegen, also... Wenn der Tisch bricht. Eben. Genau, und bei, zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel sagen, beim Shotgun-Challenger oder sowas, man weiß halt, entweder der Typ verteidigt eh safe sofort, dann ist es quasi egal, welcher Challenger kommt. Oder man sagt zum Beispiel, ja, wenn jetzt der gewählt wird, dann nimmt man vielleicht einen Titelwechsel und wenn die anderen beiden kommen, dann halt nicht und... Wenn der nicht gewählt wird, der den Titel kriegen soll, denn dann kann man das immer noch später in der zukünftigen Fehde quasi nachholen oder sowas, kann man dann ja immer noch machen. Ja, und wenn sie schlau sind, dann ist halt intern die Abstimmung, also hast du halt ein gewisses Datum, für den du abstimmen kannst. Ja, genau. Machst das nicht öffentlich, entweder drehst du was, wenn du ein Arschloch bist, drehst du halt irgendwie eine Entscheidung rum. Oder aber zumindest machst du halt eh nicht, einfach nicht öffentlich, dass es zumindest für die Fans halt einfach eine Überraschung ist. Ja, klar. Oder man könnte ja auch sagen, zum Beispiel, keine Ahnung, die Votes, du hast, keine Ahnung, 3 Wochen Zeit für die Votes oder einen Monat. Oder je nachdem, wie das halt passt in die Planung mit Matchansetzung und so weiter. Und eine Woche vor dem Event oder 5 Tage vor dem Event endet einfach dieser Countdown, sodass die sich halt darauf einstellen können, was, oder dass man halt die Worker auch informieren kann, ja, ihr müsst das worken oder du musst gegen den worken oder sowas. Und verkündet dann die Ergebnisse, aber dann trotzdem halt erst in der Halle und für die werden halt vorher gar nicht öffentlich gemacht und dann in der Halle wird das dann halt ausgewertet quasi, dass die Fans dann vor Ort dann erst wissen, was dann passiert. Ja, das reicht theoretisch auch einen Tag vorher. Ja, oder also, einen Tag vorher, ja. Klar, also das wird ja jetzt auch nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen, sowas auszuwerten, zumal du ja auch oft solche Programme hast, dann werden die Votes automatisch ausgewertet in prozentuale Anzeigen oder sowas, so das ist ja heutzutage alles kein Problem mehr. Du musst dann halt nur irgendwann halt die Grafik fertig machen, Zahl einfügen im Endeffekt. Ja, im Endeffekt, ja, von daher, das sollte nicht das Problem sein, denke ich. Ja. Was noch ganz kurz, was mich ein bisschen überrascht ist dabei, dass es dann anscheinend diesmal nur eine Fanausgabe gibt, die dann nur in Hamburg ist und kein Oberhausen-Part anscheinend. Ja, reicht auch, glaube ich, oder? Also, ja gut, ich sag mal, wenn du so ein Cyber-Sunday wirklich Ding hast mit Voten, dann ist, glaube ich, dann reicht eine Show, denke ich, vollkommen, weil mit 2 Shows ist dann auch wieder irgendwie so ein bisschen zu viel irgendwie, finde ich. Ja, kam für mich so überraschend, weil es eigentlich fast immer 2 gab. Oder beziehungsweise, wenn es eine Hamburg-Show gab, dann gab es eigentlich auch immer eine Oberhausen-Show. Was dann zum Beispiel für mich auch immer ein Grund wäre, halt hinzufahren. Aber wenn es jetzt das nicht ist, ist es jetzt auch nicht so schlimm. Ja, aber eine Show an einem Wochenende reicht auch. Ja. Vollkommen aus, in meinen Augen. Klar. Du musst dann nicht auf Krampf das 2-mal machen. So jetzt vor letztem Mal, wo Progress dabei war, da war das eine andere Geschichte, so eine kleine Tour draus zu machen. Aber hier in dem Fall ist es halt... Hey, du hast eh die Mehrzahl der Shows hast du ja immer noch in Oberhausen und von daher. Ja, stimmt. Das kann ja auch natürlich sein, dass es vielleicht diesmal halt vom Datum nicht gepasst hat, dass man sagt, an dem Wochenende, wo halt die Markthalle frei ist, da ist vielleicht gerade dann an dem gleichen Wochenende ist die Tupse nicht frei oder umgekehrt hat, das kann natürlich auch sowas dann halt sein. Ja. So, ich würde sagen, jetzt haben wir aber auch genug spoilerfrei gequatscht. Und springen jetzt direkt in den Spoiler-Teil über. Liebe Zuhörer, ihr kennt das, wenn jetzt gleich die Ringglocke ertönt, dann reden wir über die Show mit Spoilern und allem drum und dran. Wenn ihr die Show jetzt noch nicht gesehen habt, dann tut das bitte jetzt
Und wenn nicht, viel Spaß beim Zuhören uns. Ringglocke ab. Yes. Und es ging los mit einem Match, bei dem die Number One Contendership auf die WXW Unified World Wrestling Championship auf dem Spiel stand, beziehungsweise es war nicht irgendeine Number One Contendership, sondern es war Lucky Kids 16 Karat Gold Title Shot. Ja, und der Gewinner musste den Shot auch am gleichen Abend in den Four-Way mit einlösen. Ja, ganz genau. Also, für die, die es noch nicht wussten, es gab an diesem Main Event dieser Show halt das Unified World Wrestling Championship Match, in dem Bobby Gunn seinen Titel verteidigt gegen Marius Al-Ani und die anderen beiden Wrestler standen noch nicht fest. Die wurden an diesem Tag halt ermittelt, nämlich aus demjenigen, der Shotgun Champion ist und zwischen dem Sieger von Lucky Kid und Absolut Andy. Erstmal an dich die Frage, wie findest du das denn, dass der Karat-Title-Shot quasi in einem Four-Way eingelöst wird? Vom Grundprinzip her nicht gut. Ja. So wie sie es gelöst haben, wo wir zum Ende drauf kommen, bin ich absolut d'accord damit. Aber erstmal, als ich das gelesen habe, war ich im Vorfeld so, man wollte mich eigentlich verarschen. Aber ja, sie haben es halt am Ende ganz gut gelöst. Ja, also genau, da bin ich deiner Meinung eigentlich so. Am Anfang habe ich auch gedacht, komm, irgendwie ist doch kacke, sonst kriegt doch immer jeder ein Einzelmatch dafür. Warum kriegt der jetzt nur ein Four-Way in seinen Title-Shot? Das ist doch auch irgendwie, also ist eigentlich auch ein bisschen ungerecht dem Gewinner halt gegenüber, weil so hat er halt keine Chance auf ein faires Einzelmatch, um den Titel zu gewinnen. Und bei dem Four-Way sind die Chancen natürlich auch deutlich geringer. Danke, Scott Steiner. Ja. Und ja gut, am Ende hat es dann schon irgendwie Sinn gemacht, hat dann in dieses Story schon irgendwie gepasst. Für mich war dann halt auch klar, durch dieses Announcement, dass halt der Teil schon auf dem Spiel stand und dann sowas, war für mich klar, jo, Lucky Kid gewinnt das Ding nicht. Ja, aber im Endeffekt ist es ja interessant, wie er es nicht gewonnen hat. Ja. Denn ja, Bouncer hat seinen Sieg verhindert. Bouncer, wirklich. Dafür gab es auch ganz schön laute Hurensohn-Chants. Ja, weiß nicht, ob sowas dann sein muss. Ja, gut, also ist dann auch immer fragwürdig, also keine Ahnung, aber naja. Also Arschloch oder sowas ist das eine, aber halt, also Hurensohn ist doch eigentlich eine sehr persönliche Beleidigung. Ja, die waren halt alle sehr upset darüber. Ja, also ich meine, muss man ja leider sagen, das habe ich schon von vielen Seiten gehört. Das Publikum in Hamburg ist zwar immer laut und enthusiastisch, aber dann doch ein bisschen schwierig. Also ich kann mich erinnern, ein oder zwei Shows davor in Hamburg, wo einer während des Matches sein Bier auf dem Ringrand abstellt. Ja. Was natürlich umkippt, weil so ein Ring bewegt sich halt. Ja. Hätte man sich aber auch denken können. Ja. Ja, ich weiß nicht, was. Oder irgendwelche Fußball-Chants, also wo dann zwischenzeitlich einfach so gegen Schalke 04 gepöbelt, wo ich mir denke, was? Ja, stimmt, ich erinnere mich, auch dazu, ja, okay. Ja, total bescheuert. So bei einem Bobby Ganz da irgendwie dann ein paar Anti-Werder Bremen-Chants zu machen. Ja, das ist ja vollkommen. Ist in Ordnung, weil es macht halt Sinn, er provoziert ja auch mit Absicht mit einem Werder-Schaden. Ja, klar. In Hamburg. Das gehört ja dann auch ein bisschen quasi dazu zum Character-Play, der macht das ja auch, um dann Heat zu ziehen quasi. Ja, obwohl er Face ist. Ja, obwohl er Face ist und trotzdem Pops gekriegt hat. Oh. Aber gut, ist ja dann auch egal, aber ich finde, warst du schon mal bei der Hamburg-Show? Leider noch nicht. Ich überlege jetzt, ob ich zur Fan fahre, weil ich da eigentlich sehr Lust drauf habe, sowohl auf Konzept als auch auf Janelle Dashwood. Und von daher, also möchte ich mir das gerne mal antun. Ja, also ich kenne das auch, ich war auch bei einer Hamburg-Show, ist aber auch schon ewig her. Ich glaube, das war 2013, glaube ich, war ich da. Da war es auch schon so schwierig mit dem Publikum. Also das sind teilweise schon so, ich will jetzt ja nicht sagen asozial, ne, aber schon ein bisschen, ne? Ja, der Alkohol fließt da anscheinend noch mehr als sonst schon. Ja. Gut, lass uns mal, wie fandest du denn das Match im Allgemeinen? Ja, das war ein Standard absolut Andy gegen Lucky Kid Match, wie wir es ja auch schon vorher in Dresden, I think, gesehen haben. Ja, und bei Superstars. Nee, bei Superstars war es ja gegen Cage. Stimmt, nein, vergiss es. Ja, bei Superstars hat Andy in das Match eingegriffen von Lucky, sowas. Genau. Aber ja, ich bin absolut zufrieden mit dem Match. Es war ein schönes Match. Sie haben das sehr gut gemacht wieder.
Ist jetzt also kein Match, was absolut raussticht, wenn man das in der Nachbetrachtung, aber doch sehr unterhaltsam. Ja, ich fand's auch gut. Das finde ich natürlich dann halt super interessant, dass jetzt halt Bouncer der ist, der jetzt hier für die Shit-Finishes sorgt und dann den Refi aus dem Ring gezogen hat beim, ich glaube, es war im Submission-Hold von Lucky, ne? Genau, und Bouncer zieht den Ref weg oder lenkt ihn ab und in dem Moment tappt dann auch Andy. Also genau, also so ein klassisches Heal-Ding halt, der Heal tappt halt, während der Referee halt nicht zusieht. Und dann gab es halt, finde ich, Andy dann gewonnen, kriegt den Shot von Lucky. Also ist sehr interessant jetzt, wie man da damit geht, dass jetzt halt Bouncer dann der ist, der... Also wir hatten das ja schon so ein bisschen gesagt oder uns so ein bisschen auch erhofft, dass es halt in die Richtung geht, dass dann quasi Rice sind, die dann irgendwie sagen, ja komm, ihr Lucky entscheidet sich zwischen uns und den anderen. Also so direkt war es ja jetzt nicht, aber man hat ja so ein bisschen so drauf angesetzt, so ja, Lucky, komm, du bist jetzt hier nicht hundertprozentig auf unserer Seite und bist hier immer bei den Schadenfreunde-Jungs, die hier diese Shit-Finishes macht, ja, ich kann das auch. Dann geht es ja schon seit ein paar Wochen mittlerweile, also seit ein paar Shows, muss man ja sagen, dass Bouncer halt für wirklich, dass der Bouncer anfängt zu schummeln. Und dass Lucky damit gar nicht einverstanden ist und er halt zu Recht fragt, ist das Rice für dich? Ist das das, was wir darstellen wollen? Womit er auch nicht ganz Unrecht hat. Ne? Also, weil das war ja auch tatsächlich halt nicht das. Gerade bei Bouncer war ja der sich immer eigentlich dann auch in der Originalbesetzung von Rice auch immer dafür eingesetzt hat, dass das halt nicht so läuft und auch immer mit diesen Shit-Finishes von Bones und sowas halt als Bones-Champion war. Von daher, ja, gerade zum Ende hin, ne? Genau. Als dieser Turn damals kam. Genau, das war, was ja dann noch einer mit der Gründe war, warum Bouncer ja geturnt ist damals. Und von daher sehr interessant. Und Ivan Kiev ist da ja nicht so ganz auf der Seite vom guten Peter, ne? Nee, aber da kommen wir später auch nochmal, glaube ich, zu. Ja. Und es war ja auch so, es war nur Bouncer da. Genau, stimmt. Ich bin da mal gespannt, wenn jetzt demnächst die Show aus Gütersloh online kommt. Das war ja auch ein Feature-Event. Da werden ja dann Tradition. Die Road to Shortcut. Genau. Und bei den Feature-Events sind ja für gewöhnlich auch immer ein paar Segmente und so dabei. Da bin ich mal gespannt, was es da für Entwicklungen gibt. Ja, ich meine, das wird jetzt. Also, wir fahren ja im Grunde genommen zweigleisig, ne? Ja. Wie geht's zwischen Pete und Ivan weiter? Kann Pete Ivan auf seine Seite ziehen oder nicht? Was ist mit den beiden? Splittet man die komplett? Löst man Rice hier gänzlich auf? Auch das Tag-Team zwischen den beiden? Und halt, wie reagiert jetzt Lucky? Ne? Also ja. Wird halt wahrscheinlich in Zukunft einfach ein Match auch zwischen den beiden geben. Ja, safe. Also da gehe ich fest von aus, dass es jetzt irgendwann demnächst Lucky gegen Bouncer geben wird. Und dann wahrscheinlich auch Lucky Kid bei Schadenfreude. Ja. Wo er hingehört, ganz genau. So sieht's aus. Und ja, mal gucken, wie es dann mit Rice weitergeht. Ne? Ob Bouncer und Kiev zusammenbleiben. Ja, schwierig fände ich, wenn man so beide splitten wird, weil dann sehe ich leider keine große Zukunft für Ivan Kiev. Richtig. Ivan funktioniert alleine leider Gottes nicht. Also, so gut. Ich sag's halt ungern, aber Ivan ist alleine schon relativ farblos, ne? Ja, also, er ist halt ein absolut fähiger Wrestler, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, also, da gar keine Frage. Das ist kein Thema, aber. Ach, aber an einem anderen fehlt ihm. Ja, leider ja. Und deswegen ist halt Rice eigentlich... Farblos. Ja. Farblos ist das passende Wort in meiner Meinung. Ja, und deswegen ist halt die Kombi auch so gut mit Bouncer, weil sie sich halt irgendwie ergänzen. Ne? Aber ja, fände ich halt schwierig, wenn man die beiden jetzt irgendwie absplittet. Deswegen fände ich es interessanter, wenn der halt mit Bouncer zusammen gehen würde. Vielleicht dann als Heel-Turn, vielleicht dann auch ohne Rice und dann als den Purge Club. Das wünschen wir uns ja auch schon ein bisschen länger. Ja, oder man kann ja den Purge Club einfach bei WXW Rice nennen. Ne? Ja, oder so. Von mir aus auch klar. Kann ja das Gimmick übernehmen. Muss ja nicht den Namen zwangsweise übernehmen. Na klar. Aber, wie gesagt, Andy hat gewonnen, kriegt den Shot von Lucky und sitzt damit im Four-Way. Das heißt, es bleibt nur noch ein Name übrig, der noch nicht announced ist. Aber dazu kommen wir gleich, denn nach dem Match gab es ein kleines, kurzes Backstage-Segment von dem guten Robert Waffe, der gerade angekommen ist. Und lieber Marcel, was ist dann passiert? Wen hat er da getroffen? Herr Corpool?
Hallo? Bist du da? Ich bin da. Hast du mich schon wieder nicht gehört? Ja. Das ist ja schön. Also, wie gesagt, Andi zieht jetzt ins Foray ein. Damit ist nur noch ein Name, der nicht bekannt ist. Welcher aber im nächsten Match ermittelt wird. Dazu kommen wir gleich aber erst. Denn vorher gab es noch ein kleines Backstage-Segment, wo der gute Robert Waffe gerade aufgetaucht ist. Und Marcel, was ist denn dann passiert? Wen hat denn da getroffen? Erzähl doch mal. Oh, Veit Müller hat ihn angesprochen, dass Bobby ihm ja eigentlich einen Titelshot versprochen hätte. Und Bobby sagte, ganz ehrlich, ich habe dir nichts versprochen. Ich habe gesagt, dann schauen wir mal. Und ganz ehrlich, Brudi, also in letzter Zeit hast du nicht so viel gewonnen. Womit willst du das denn rechtfertigen? Gewinn nur mal heute Abend und dann schauen wir mal weiter. Also er hat es auch wieder sehr vage gehalten. Ja, womit er ja auch nicht ganz Unrecht hat mit der Aussage, ja, du hast jetzt hier nicht so viel gewonnen in letzter Zeit, ne? Genau. Und ich glaube, man hatte sogar gesagt, und ich meine, das ist auch so, dass Veit auch eine kleine Niederlagenserie in Hamburg hat, weil letzte Show war ja, glaube ich, gegen Doug Williams, da hat er ja verloren. Ich glaube, davor gegen David Starr und so weiter und so fort. Ja, und jetzt auch bei Superstars hat er auch eine Niederlage einstecken müssen. Genau. Und deswegen, da läuft es halt gerade im Moment nicht so, ne? Nee, da musst du ein bisschen auf den richtigen Weg kommen. Ja, aber ich denke, man will das wahrscheinlich jetzt so aufbauen, dass man halt vielleicht für irgendeine nächste Hamburg-Show dann Bobby gegen Veit vielleicht bringt. Ja, oder irgendwo zwischendurch halt, ne? Dass man ihn halt als Challenger zwischendurch hat und man sagt halt, hier, das und das ist die Begründung. Ja, fertig. Aber ich gehe stark davon aus, dass wir das schon für eine Hamburg-Show machen. Das ist sehr wahrscheinlich, ja. Vielleicht will man ja auch Bobby wieder komplett zum Heel machen, man weiß es nicht. Ja. Würde dann ja Sinn ergeben, weißt du, wenn dann der absolute Heel ist, dann in Hamburg gegen den lokalen Matador. Ja. Veit Müller hat es ja, glaube ich, auch irgendwie so gesagt, so machen wir so ein schönes Derby irgendwie, Hamburg gegen Bremen, hat er, glaube ich, gesagt, so irgendwie. Genau. So. Wäre mal eine interessante Ansetzung, weil ich glaube, das gab es auch gar nicht so oft, so dass man halt so Wrestler hat aus so Nachbarstädten oder sowas halt wie so, ich sag mal, Rivalitätsstädte halt so gegeneinander. Ich glaube, so oft sieht man das gar nicht. Also zumindest bei WXW könnte ich mich da jetzt nicht dran erinnern, dass es das mal in letzter Zeit gab irgendwie. Nee, es liegt doch daran, dass die meisten halt aus entsprechenden Regionen kommen, wo sie halt den entsprechenden Konterparten haben, ne? Ja, eben. Also für einen Leon, wenn das machen willst, fehlt dir halt ein Braunschweiger. Keine Ahnung, ansonsten so. Wen hast du? Wo kommen die Leute denn alle her? Ja, das hast du nichts. Franken oder sowas, ne? Ja, also, aber du hast jetzt zum Beispiel für Andi aus Nürnberg hast du ja auch irgendwie keinen wirklichen Gegenpart oder sowas zum Beispiel jetzt. Oder Lucky, der halt. Ja, du hast halt keinen aus Fürth, du hast keinen aus München. So, ne? Genau. Und bei Lucky halt im Prinzip auch genauso, du hast halt niemanden, der da irgendwie aus Berliner Ecke oder sowas kommt, wo das halt irgendwie gehen würde. Ja. Und um sowas vernünftig zu machen, müssen die Leute halt auch einen entsprechenden, eventuell auch einen Fußballbezug haben. Ne? Ja. Also genau. Bei einem Bobby ist halt bekannt, dass er Bremen-Fan ist, ne? Und dann kannst du das halt mit einbauen. Ja, genau, dann kann man das. Es wäre jetzt irgendwie blöd, wenn du Andy plötzlich so als Club-Fan darstellst, weil du halt gerade einen Kontrahenten hast, der öffentlich sagt, er ist Bayern-Fan. Okay, das macht halt keinen Sinn, weil in dem Charakter halt das egal ist, ob Andy jetzt quasi Nürnberg-Fan wäre oder nicht. Oder im Endeffekt ist es bei dem Charakter auch egal, ob er aus Nürnberg kommt oder nicht halt. Eben. Und wäre halt jetzt auch sinnlos, das einfach so mit einzubauen. Ja, einfach das einzubauen, um es halt einzubauen, wäre halt irgendwie Quatsch. Richtig. So, dann ging es aber weiter mit dem Shotgun-Titelmatch. Bei welchem? Das hat man extra gesagt. Nicht der gewinnt, sondern derjenige, der am Ende des Matches Shotgun-Champion ist, in das Four-Way einziehen wird. Damit derjenige auch eine Chance hat, Doppel-Champion zu werden. Und zwar verteidigt der Champion The Nihilist, war das richtig ausgesprochen? I think so. Emil Citocci verteidigt seinen Shotgun-Titel gegen die Avalanche Robert Dreisker. Was sagst du zum Match? Ja, das Match an sich hat mir sehr, sehr gut gefallen. Nur das Finish war so ein Count-Out-Victory für Avalanche. Und ich saß hier halt und war so instant so, ach nee, das läuft doch jetzt bitte nicht wieder auf so eine False Count Anywhere, No Count Out Stipulation hinaus. Das muss doch auch nicht schon wieder sein, oder? Nee. Also,
ich hoffe wirklich, dass sie das irgendwie anders zum Ende bringen. Ob sie vielleicht mal wieder einen Käfig aufbauen oder sowas. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Das wäre eine sehr interessante Lösung tatsächlich, ein Käfig, weil vor allem, weil Robert ja auch so eine besondere Beziehung hat zu Käfigen. Ja, das würde halt passen. Stimmt, also ich hatte jetzt eher an so ein No-DQ, No-Counter-Match gedacht, aber mir gefällt die Idee mit dem Steel-Catch eigentlich sehr gut. Oh. Ja, wie du eigentlich sagst, das Match war an sich so eigentlich ganz cool. Kam mir auch dann deutlich länger vor als 6 Minuten irgendwie. Ja, aber nicht negativ länger. Ne? Nein, also nicht, dass es jetzt irgendwie so gezwungen künstlich lange wirkte, sondern du konntest es halt gut weggucken und es, also es hat sich für mich jetzt nicht angefühlt wie 6 Minuten, sondern halt ein bisschen mehr, aber ich denke, Das ist okay. Ja, Emil lässt sich dann auszählen, ist damit weiterhin Shotgun-Champion und raubt so Avalanche nicht nur um den Titel, sondern auch um die Chance ins Four-Way einzusteigen. Wie findest du denn die Story im Allgemeinen zwischen den beiden? Verwirrend. Weil irgendwie mir fehlt da die Stringenz so ein bisschen. Die Storyline ist cool mit den beiden, das ist auch eine schöne Paarung, die man da gefunden hat. Aber irgendwie ist es alles... Vielleicht liegt es auch daran, dass Zitottos Charakter, dieses Nihilist-Ding, noch so frisch ist. Ja, weil irgendwie versteht man nicht so wirklich, worauf das Ganze hinaus will. Ja klar, er fühlt jetzt nichts mehr und er macht das, um jetzt nichts mehr zu fühlen und so weiter, aber... Um irgendwas zu fühlen. Ja, oder um irgendwas zu fühlen, weil er fühlt ja im Moment nichts. Und, ja, aber ich weiß halt, also irgendwie fehlt mir so dieses Ziel von diesem Gimmick. Also man weiß irgendwie, glaube ich, nicht so genau, wo man mit der ganzen Sache hin will. Man weiß es vielleicht schon, aber für uns als Zuschauer ist das einfach noch sehr undurchsichtig. Ja, oder sagen wir es so, genau. Und keine Ahnung, ich habe irgendwie halt so wieder die Befürchtung, dass jetzt Emil nur da ist für diese Fehde gegen Robert und dass er danach irgendwie wieder verschwindet oder sowas. Und dann wieder Four-Way Sitochi wird. Ja, sowas halt. Und das fände ich halt schade, weil, wie gesagt, wir haben auch, glaube ich, schon sehr, sehr oft darüber gesprochen, dass Emil Sitochi einfach ein verdammt guter Wrestler ist und dass ich immer noch der Meinung bin, was, wenn der Typ Vollzeit catchen will, was er nicht muss, weil wenn er einen gut bezahlten Job hat, dann soll er das auch weiterhin gerne machen. Nur, wie gesagt, also ich bin immer noch der Meinung, wenn Sitochi Vollzeit-Wrestler wäre, dann wäre das der beste Wrestler Europas. Absolut. Und gehe ich zu 100% mit. Ich gucke gerade mal, wo der sonst noch antritt. Und, deswegen... Aber das ist nicht viel. Er hatte dieses Jahr sonst, also jetzt, wenn ich... Hatte einen, also nur Matches noch in eins in Holland und halt die Dinger in den USA. Stimmt, in den USA war er ja mit. Ja, und deswegen, also, der wird wahrscheinlich dann auch nicht mehr viel worken, halt jobtechnisch dann deswegen auch, was ja auch vollkommen okay ist. Also ich meine, wenn er einen guten Job hat, wo er bei weitem mehr verdient als beim Catchen und das nur noch als Hobby macht, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, meiner Meinung nach. Ja, er war ja auch irgendwie so eine, ich sag mal, so eine TV-Persönlichkeit irgendwie. In Holland. Ja, genau, er war ja bei diesem Utopia war er ja in Holland dabei. Ich glaube, er war auch bei Big Brother in Holland, was da wohl einen größeren Stand hat, als das hier hat. Also da ist das wohl nicht nur so reiner Trash, so wie das bei uns ist. Und ich meine, der ist auch hier da jetzt in dem Business halt beschäftigt. Also ich glaube, der ist da auch mit TV-Producer oder irgendwie sowas. Ich mal gehört zum... Er hat mal auch in irgendeiner Promo gesagt, dass er durch diese TV-Persönlichkeit-Geschichte zu so ein bisschen Wohlstand gekommen ist. Ja, also der scheint da schon so eine Art Promi zu sein wohl. Dafür kenne ich mich allerdings... Also um das wirklich zu beantworten zu können, kenne ich mich zu wenig mit den holländischen Prominenten aus. Ich auch nicht. Also das ist nur das, was ich jetzt auch so gehört habe. Ne? Aber da kann ich mich natürlich auch irren. Wenn das jemand von euch Zuhörern weiß, dann lasst uns das gerne mal wissen. Das würde mich dann doch sehr gerne interessieren, wie das da so aussieht. Und also mal gucken, wie es danach so weitergeht. Für mich ist die Fehde jetzt auch einfach irgendwie zu lang. Ich finde, man hätte es hier irgendwie beenden sollen. Auf die eine oder die, also ich gehe davon aus, dass am Ende dieser Fehde Avalanche den Shotgun-Titel in die Höhe halten wird. Aber meiner Meinung nach hätte man es hier auf jeden Fall beenden sollen, egal ob jetzt mit dem Titelwechsel oder halt mit einem clean Sieg. So geht das Ding halt weiter, wird dann wahrscheinlich bei Shortcut seinen Höhepunkt finden, was auch okay ist. Ja, und da muss es dann irgendwie enden. Ja, also denke auch. Und ich freue mich darauf, wenn dann Bertel tatsächlich den Shotgun-Titel halten sollte. Also, ich finde, das hat er sich auch durchaus verdient, hier schön mal einen Singles-Titel zu halten und so weiter und so fort. Da gehe ich absolut mit. Ich sehe auch hier gerade bei Cage Match unter Wissenswertes und bei Sitochi
Januar bis Juni 14 hat er bei Utopia mitgemacht. Genau. Und er arbeitet tatsächlich hauptberuflich als TV-Producer. Ja, interessant. Und wie du schon sagtest, ein Kommentar ja auch, Emil ist einer der größten What-If-Wrestler, die es gibt. Ja. Würde ich so definitiv mitgehen. Also ja. Satoshi auch im Four-Way, damit ist das Four-Way dann vollständig. Bobby Ganz verteidigt gegen Marik Selani, der automatisch, also der einzige Challenger war, der automatisch gesetzt worden war, weil er aber Superstars Ilja Dragunov besiegt hat und weil er den Mitteldeutschland-Cup gewonnen hat. Zweimal in Folge, wie er das so schön betont hat. Was ihm sehr wichtig ist, offensichtlich. Offensichtlich ja, war mir auch gar nicht so bewusst, dass da so viel Wert drauf gelegt wird. Aber es scheint wohl so. Und die anderen beiden sind, die dann noch im Vorwege sind, absolut Andy und Emil Sitochi. Das Match stand aber erst im Main Event an, denn als nächstes gab es dann ein Women's Title Match. Die frisch gebackene und neue Championesse Amal Winchester, heißt sie laut Catchment noch, aber mittlerweile heißt sie ja nur noch Amal. Was ja auch irgendwie Sinn macht, weil ja, dann als Franzosin so ein englisch klingender Nachnamen ist dann irgendwie auch komisch. Ja, also ich nehme an, sie glücklicherweise abgelehnt. Ja, das würde wohl der Grund sein, was ich auch okay finde. Also ich finde, also bei so weiblichen Wrestlern ist das manchmal okay, wenn die nur so einen Namen haben, weil das sind dann halt nicht so normal, so Standardnamen wie, keine Ahnung, wenn die jetzt nur Michelle heißen würde, wäre das wahrscheinlich irgendwie komisch. Ja, Amal klingt halt auch einfach nach einem Namen, der nicht häufig ist. So, ja, ne? Deswegen ist es dann... Wenn sie jetzt Petra heißen würde, genau. Würde es irgendwie komischer wirken. Wobei, das fände ich auch wieder lustig, wenn sie rauskämen und dann, hier ist Petra oder so, das wäre schon irgendwie witzig, aber... Aus Bottrop-Kirchhellen, Petra! Ja, falls ihr weiblich seid und daran Interesse habt, in der WXW Academy zu trainieren, hier habt ihr euer Gimmick. Ja, nein, das wäre cool. Wäre tatsächlich sehr cool. Ganz ehrlich, so ein Gimmick, so die Collar-Schnauze, Bratwurstverkäuferin von einer Imbissbude, mit dem Herz auf der Zunge und so einem leichten Assi-Faktor, ohne in der RTL-Nachmittagsprogramm-Richtung zu gehen, fände ich geil. Hätte ich Bock drauf. Ich glaube, das fände ich auch sehr witzig. Und ich sag mal, solche Namen sind immer noch besser, als wenn dann, keine Ahnung, als wenn der Wrestler dann Julian Smith heißen würde oder sowas. Ja, überhaupt, wenn du Deutscher bist und aus Deutschland kommst, ist halt ein deutscher Name oder zumindest so ein ein versibel einsetzbarer Name, glaube ich, gar nicht schlecht. Ja, also klar, ich fände es auch cool, wenn du halt einen deutschen Namen nehmen würdest, aber das muss dann schon irgendwas sein, was halt so einprägsam ist. Also, keine Ahnung, du solltest dann jetzt vielleicht als deutscher Catcher nicht rumlaufen und dich Yannick Müller nennen oder sowas. Das wäre dann wahrscheinlich eher langweilig. Ja, das hat auch, du musst ja auch bei den Namen so ein bisschen daran denken, ne? Wie sieht das zum Beispiel auf dem T-Shirt aus, wie sehr ist das zum Beispiel vermarktbar auf Promo-Plakaten oder sonst irgendwas, ne? Das ist ja dann auch sehr wichtig. Also ich finde, der Klang vom Namen eines Wrestlers macht schon sehr viel aus. Ja, wo wir gerade bei Namen sind, wir haben ja später auch noch, oder gleich auch noch, Veit Müller. Und da passt es, funktioniert es halt auch gut, weil Veit halt auch ein Name ist, der jetzt nicht häufig ist. Ja. Oder zumindest nicht so geläufig, wie halt eben ein Andreas-Gedöns halt. Genau. Ne? Ohne jetzt gegen dich zu fronten zu wollen. Nein, alles gut. Ich weiß, worauf du hinauf willst. Dadurch funktioniert es halt und Veit Müller funktioniert halt auch in einem Englischsprachigen oder im Ausland generell, weil Veit Müller kannst du halt auch Veit Müller, ne? Das. Ja, genau. Und der Unterschied ist da nicht zu groß, genau, als dass es halt absurd wird. Fight hört sich halt an wie das englische Fight, also das passt von daher halt auch. Genau, das wollte ich ja gerade drauf. Achso, nee, ich dachte, du meinst wegen Müller, dass man dann Müller einfach Miller sagt. Ja, ne, und Fight kann halt einfach Fight aussprechen, genau, der Kampf. Genau, das passt also von daher auch. Aber jetzt kommen wir nicht zu Fight, sondern wir kommen zum Women's Fight, denn die Championesse Amal verteidigt gegen Valkyrie aus Irland. Ja. Ja, Marcel, deine Stimmen zum Match. War okay, ne? Mehr aber auch nicht. Ja, also ich fand die beiden in ihren jeweiligen Freeways immer eigentlich besser zusammen. Ja, Match war halt okay, ne? Also mehr halt auch nicht, wie du sagst, ne?
Ja, also ist tatsächlich leider Gottes so ein Match, wo man sagen kann, ja, wenn du das gibst, ist keiner böse. Ja, ich meine, verpasste nichts. Ja, war halt auch erste Titelverteidigung von Amal, also du wusstest halt auch, hier passiert jetzt irgendwie nichts Großartiges oder Besonderes oder keine Überraschung oder so. Oh. Und von daher, ja, geht es klar. Amal weiter Championess. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht mit ihr, ob sie jetzt direkt Killer Kelly vorgesetzt kriegt oder was jetzt kommt. Ja, ich denke mal, bei beim Shotcut werden wir jetzt mal das Rematch sehen. Stimmt, Toni ist ja fürs Shotcut angekündigt worden. Richtig, das heißt, wir werden da erstmal schön die erste richtige Prüfung für die gute Amal sehen. Definitiv, ja. Sie hat einen schönen Titelrun, aber der Titel geht dann zurück zu Toni Storm. Ich hoffe nicht, tatsächlich. Wäre auch Quatsch halt, ne? Ja, sonst hätten sie auch den Titelsieg überhaupt schenken können. Sehe ich genauso. Nee, mal gucken, aber da gehe ich eigentlich fast mit dir, weil wenn Toni halt schon da ist, gegen wen sollen sie den denn sonst stellen? Ja, und vor allem, es macht halt auch Sinn, ne? Das ja klar, sie wurde halt im Vorwärts nicht gepinnt. Deswegen kann man das gut so bringen. Und das könnte auch ein sehr cooles Einzelmatch sein, weil Amal ist ja auch jetzt keine schlechte Wrestlerin. Nein, also da ist doch auf jeden Fall noch Luft nach oben, ganz klar. Ja, gut, klar, aber ich weiß gar nicht, aber gerade wie lange. Für das große Stardom reicht es noch nicht aus. Ja. Was hier gerade die Wrestler. Ja, seit 7 Jahren wrestelt sie schon, also schon eine Zeit. Aber das. Ich bin auch zuversichtlich, dass das noch, dass da noch Verbesserung da ist. Gerade wenn sie jetzt auch hier an einem Platz ist wie WXW, wo man ja auch in der Academy große Chancen hat, sich noch weiterzuentwickeln. Eben in der Academy hat es halt auch wesentlich bessere Trainer, sage ich mal. Ja, klar. Oder was heißt wesentlich bessere, ne? Aber ja, bessere als in Frankreich wird es da schon geben in der Academy, da gehe ich mal fest von aus. Ja, ne, so Leute wie Pace, Skillet und sowas, das sind ja alles sehr, sehr fähige Leute. Ja, klar. Und du hast ja AJ auch, wenn er da ist, ja auch dann mit Trainer, der auch verdammt gut ist als Trainer, was man immer so hört. Ja, und also wenn ich ja auch sehe, bei Cage Match sind 87 Matches seit 2012 gelistet. So, also das ist halt auch wirklich noch nicht viel. Nee, tatsächlich. Von daher, also, ne, wenn er Routine reinkommt. Ja, ist halt auch mal so eine Sache. In Frankreich ist auch eine andere Szene. Da gibt es ja auch nicht mehr so viele Shows, wie es das halt mal früher gab. Ich glaube, da ist das halt wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger, an vernünftige Bookings halt zu kommen. Eben. Jetzt ist es in Deutschland ja zu mehr Möglichkeiten. Ja. Alleine mit der WXW, wenn sie da mit Tour dann auch. Ja, klar. So, und das finde ich auch ganz schön, dass hier halt WXW dann sagt: komm, wir holen jetzt nicht irgendwie. Keine Ahnung, die großen Namen aus dem UK und holen hier, keine Ahnung, sowas Leute wie Ginny und Martina regelmäßig, womit ich jetzt nicht das Problem hätte. Aber dass man zum Beispiel auch sagt, ja komm, wir nehmen mal so ein bisschen kleinere Namen, ein bisschen jüngere Namen und helfen denen auch so ein bisschen, sich bei uns so einen Namen zu machen und dass die dann vielleicht auch, wenn die von hier gehen, wieder einen größeren Namenswert haben und sowas halt. Also den Leuten auch dabei hilft, sich zu etablieren. Ja, und Deutschland, also ne, wir hatten es eben schon, ist halt auch der größere Markt. Also wir belächeln zwar immer Kult ein bisschen, aufgrund der Promotion, die sie nun mal ist. Ja. Aber auch die haben halt Women's Wrestling im Angebot. Du hast die GWF, du hast die NEW und viele andere Kleinigkeiten. Und wenn sie halt dann auch gerade eventuell im Ruhrgebiet irgendwo untergekommen ist, ja, dann ist halt perfekt, ne? Ja, definitiv. Also, ich bin auch sehr zuversichtlich, dass das wird. Also, bei Valkyrie auch, die war ja jetzt, glaube ich. Valkyrie war ja jetzt auch ein oder zwei Monate war die halt hier in Deutschland durchgehen. Also gut, die hatte dann noch Bookings in England, wo sie dann immer wieder rüber ist oder sowas, aber die war jetzt halt eine längere Zeit auch hier und hat hier trainiert. Was ja auch gut ist für sie und für uns alle. Ich sehe auch gerade, Amal ist tatsächlich auch gerade Women of Cult Champion. Ja. Und hatte jetzt am 15.06. ein Match gegen Millie McKenzie. Ja, stimmt, davon habe ich gehört. Also, ein bisschen verwunderlich, dass Kult es auf jeden Fall anscheinend besser hinkriegt, Millie McKenzie zu booken, als die WXW. Das war ja auch nur so ein, ja, so ein kurzes Intermezzo ohne Ziel. Ja, irgendwie schon. Das stimmt. Das hat nicht so ganz funktioniert irgendwie. Ja, dann war wahrscheinlich auch der WWE-Vertrag da irgendwie dazwischen. Den hat sie ja dann aber abgelehnt. Und, ja, gut, weiß ich nicht. Aber
Bei ihr war ja auch so ein bisschen, wo ich gedacht hätte, so, ja, jetzt holt man die und man, dass man so ein bisschen versucht, auf die zu setzen und die halt in der Women's Division so ein bisschen zu etablieren, hat ja dann leider nicht so ganz funktioniert. Ja, man hat die ganze komplette Chance halt verpasst, auch ja. Gerade mit, wie hieß die Dame, mit Jessie Gabbard. Ja. Aber ich muss das übrigens mit Kult und Minnie McKenzie ein bisschen zurücknehmen, das scheint auch eine einmalige Sache gewesen zu sein. Ja, okay. Aber als WXW hättest du die Chance, Millie McKenzie auch mal längerfristig, zumindest halt für die Road 2 und die Marquee-Events eben zu booken. Klar, warum nicht? Und jetzt, gerade auch wenn jetzt halt Toni Storm, gut, sie ist jetzt zwar beim Schrottgewitter da, aber jetzt sagen wir mal ehrlich, die hat halt einen WWE-Vertrag, ne, und ist da prominent eingesetzt, ist ja auch NXT UK Women's Champion, ist so, also so oft werden wir die vermutlich jetzt bei WXW auch nicht mehr sehen, also wäre das ganz gut, wenn man dann nochmal jemanden hätte als Ersatz quasi oder als Ausgleich. Eben. Gut. Ich würde sagen, das haken wir jetzt aber ab und gehen dann weiter zum nächsten Match. Wir haben eben schon über Veit Müller gesprochen. Und der ist korrekt. Jetzt am... Hä? Korrekt. Ich habe dich korrekt bestätigt. Gesprochen und er hatte auch sein nächstes Match. Und zwar gegen den guten alten Wheeler Utah, der kurz vor seinem Abschied war in Deutschland zu dieser Zeit. Also es war sein vorletztes Match in Deutschland. Ja, oh. Und ich finde, die beiden haben nochmal ein schön nettes Match eigentlich rausgezaubert. Also da hat man ja auch zwei Leute, die einen ähnlichen Stil hatten und so gut miteinander gehen konnten eigentlich. Absolut, aber mich hat das Match irgendwie trotzdem leider gelangweilt. Also, ah, okay. Hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, wie es hätte können. Gut. Weiß nicht, woran es lag, weil objektiv betrachtet ist es halt ein gutes Match, was die beiden geworkt haben. Ja, also klar, vielleicht ist nicht das beste Match, aber ich mag ja diesen Technical-Stuff eh super gerne. Von daher fand ich es eigentlich okay und eigentlich ist das ja auch so ein bisschen so, ja, dieses technische Zeug ist ja irgendwie auch so ein bisschen so Hamburger-Catch, ne? Also das ist ja so dieses Hamburger-Ding halt, ne? Also in Hamburg mag man das ja eigentlich auch sehr gerne. Das ist halt Catch, ne? Ja, genau. Und von daher denke ich, ging das klar. Veit Müller dann wenig überraschend eigentlich den Sieg hier zu Hause geholt. Na gut, macht halt auch Sinn, wenn man gegen jemanden halt catcht, der jetzt gleich wieder weg ist. Also seine Tour ist ja fast vorbei. Oder, also Stand jetzt ist sie ja schon vorbei. Ist ja auch jetzt wieder schon zurück in Amerika. Hat ja bei der letzten Beyond Show ist er auch wieder aufgetaucht schon. Geht er also recht fix mit dem guten Jutta. Hat ja dann gegen Ende seines Runs auch nochmal eher den Heel gespielt. In dem Match ja dann auch, hat ja dann in einer kurzen Promo noch irgendwie gesagt, dass alle Fans in Hamburg Loser sind oder sowas, meine ich, glaube ich, hat er gesagt. Hat er? Ja. Ich glaube, entweder habe ich nicht aufgepasst. Ich glaube, die Promo hat man aus dem BOD rausgeschnitten. Ich habe es auf Twitter hatten sie das, als das Event war, haben sie, glaube ich, so ein kurzes Video dazu gepostet, aber auf dem BOD war es gar nicht drauf, glaube ich. Eben deswegen. Das haben die Kommentatoren nur erwähnt dann während des Matches. Ja. Das kann sein. Das kann sein. Ich glaube, es war so, aber ich weiß es auch nicht genau. Ja, auf jeden Fall, ich fand es soweit ganz gut. Aber jetzt auch nichts weiter erwähnenswert, wo man jetzt irgendwie noch in einem Monat drüber quatscht oder so. Nee. Dann ging es aber weiter mit dem Schadenfreude Invitational Gauntlet. Ja, Aussie Open hat gesagt, nach Superstars oder eigentlich sogar davor ja schon, ja, wir wollen hier beweisen, dass wir das beste Team bei WXW sind und dass wir zu Recht die Titel halten und wollen auch das Team sein, was bei der World Tag League als Champions reingeht und als Champions wieder rausgeht. Wir wollen die Ersten sein, die das schaffen. Oder es ist ja jetzt das World Tag Team Festival, aber ne, you know all. Und haben dann gesagt, ja, wir wollen jetzt hier auch beweisen, dass wir hier die Besten sind. Und deswegen schicken wir die Einladung raus an die Teams für das Invitational Gauntlet und nehmen es mit allen auf. Ja, haben wir auch vorher im Vorfeld gesagt, von wegen, ja, JFK, Rise. Was ja tatsächlich auch so war. Ja. Und haben halt gesagt, so, wir wollen, wie du es schon schön beschrieben hast, wir wollen beweisen, dass wir die Besten sind. Genau, ja, das haben sie dann auch mehr oder weniger bewiesen, würde ich mal sagen, ne? Ja. Den Anfang haben gemacht, das erste Team, was rauskam, war JFK, die dann noch so ein bisschen, ne, ja, auch ihr Heel-Zeug so gemacht haben, ne? Bisschen hier. Ich glaube, die Heel-Promo war wack. Also ja, die war jetzt halt irgendwie nicht so geil. Man hat dann irgendwie auch versucht, ein bisschen aufs Publikum einzugehen, wo die Leute dann gechantet haben, halt die Fresse oder
shut up oder sowas halt. Und er meinte dann erst so, okay, ich halte die Fresse, aber... Und dann haben die Leute angefangen zu brüllen. Er sagt so, ja, nee, so war das nicht gemeint. Also das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert, wie es sollte, glaube ich. Ja, es ist auch zu gespielt. Also es ein bisschen schon. Kam zu unnatürlich rüber. Ja, also das können die eigentlich besser, da hast du recht. Eben. Und ja, dient dann im Prinzip nur noch mal so zu sagen, ja komm, warum schicken die jetzt eigentlich hier die Einladung? Das WXW hier, das ist unser Haus und so, wir müssen hier die Einladung versenden oder sowas. Ja, die sind im Endeffekt Gäste und die sind schlechte Gäste. Ja, genau, also sowas haben sie es gesagt. Und ja, dann kam auch Aussie Open direkt raus, also haben das Match auch mit eröffnet. Ja, JFK war dann relativ fix weg, ne? Laut Catchmatch nur 13 Sekunden. War auch vollkommen in Ordnung. Ja. JFK hatte aktuell genug Chancen auf den Titel. Ja, das passt halt auch irgendwie zu diesem Heel-Gimmick von JFK, dass sie dann hier wieder viel zu überheblich sind und ja, dann werden sie halt einfach ruckzuck weggebuttert, ne? Ja. Hat gepasst, finde ich. Das dritte Team war dann das gute Rise-Team mit Ivan Kiev und Pete Bouncer, die nicht mehr so ganz auf einer Seite zu sein scheinen. Ja, und das war verdammt gut geworkt. Also da muss ja. Das hat Pete, das hat Ivan richtig gut hinbekommen. Schon beim Entrance so skeptisch sein. Ich glaube, er hat auch nicht die Rise-Geste gemacht. Und das war, haben sie auch das komplette Match durchgezogen. Bei jedem Tag war es irgendwie so Bouncer voller Aggression und hast du nicht gesehen? Ja. Und Ivan die ganze Zeit so, Alter, was ist denn mit dir? Ja, da haben wir. Fahr mal einen Rückgang runter. Ja, da hat man gut mitgespielt und ja, auch gut gemacht von Ivan, wie du sagst. Das hätte ich ihm eigentlich gar nicht so zugetraut, dass er das so hinkriegt, wenn ich ehrlich bin. Nee, und, find ich auch nicht. Finde ich aber gut, dass er es hingekriegt hat. Ja, definitiv. Also freut mich für ihn. Vielleicht kriegt er ja demnächst ein bisschen Farbe. Ja, vielleicht dann. Also wenn er allein ist, dann muss er halt auch ein anderes Gimmick kriegen. Dann muss er überhaupt ein Gimmick kriegen. Ja, definitiv. Und ja, aber hier gab es ja dann auch wieder diese Shenanigans so ein bisschen, wogegen ja eigentlich immer Rice war. Also es gab ja dann auch einen versuchten Titelschlag von Pete Bouncer, der dann nicht durchgegangen ist. Und das daraus kam ja dann das Finish quasi. Korrekt. Womit dann Rice auch ausgeschieden ist und Aussie Open zwei Wrestler rausgekriegt haben. Irgendwie ist es so ein bisschen so für mich so ein Doppelturn jetzt irgendwie gewesen, weil so fast zur gleichen Zeit, wie dann halt so Bouncer angefangen hat mit diesem Dirty Shit und sowas, sind ja dann Aussie Open irgendwie ein bisschen face geturnt, so quasi. Also unabhängig, ja. Unabhängig davon. Sie sind halt jetzt aktuell so ein bisschen, ich sag mal, Tweener-mäßig unterwegs, so, ne? Werden bejubelt. Ja. Aber haben halt ihre arrogant ignorante Schadenfreude Art und Weise. Ich hoffe, dass es da in Zukunft wirklich richtig in dieses Schadenfreude-Ding reingeht, so wie wir es bei Fight Club Pro haben. Sodass dann auch wir halt nicht beim Publikum sitzen können und sie bejubeln, weil im Gegensatz zu vielen anderen sind wir ja so Leute, die entweder gar nicht reagieren oder eben boo the heels, cheer the faces. Ja, ne? Genau. Und ja, deswegen. Also ich hoffe, dass es in die Richtung geht. Ich würde sie gerne auspfeifen und hassen. Ja, das also ist ja. Auf Event-Ebene. Ja, natürlich. Klar. Also, ich meine, wenn wir jetzt da sind und auf dem Event die dann ausbuhen, das ist ja dann nicht so gemeint, dass wir die halt wirklich hassen oder sowas, sondern einfach, weil die erstens A, ihren Job als Heels gut machen und B, weil es halt die Heels sind, also buhen wir sie halt aus. Eben. Und wenn du halt die jetzt nicht ausbuhen willst, warum auch immer, dann sagst du halt einfach gar nichts. Aber fängst ja nicht an, wenn das die Oberheels sind, die lauter an zu bejubeln. Genauso wie sie es halt bei einem guten Face nicht machen sollst. Also, wenn du findest, das ist ein guter Face und der macht halt das, was er tut, gut, dann bejubelst du halt und wenn du halt nicht der Meinung bist, dann machst du halt gar nichts. Dann hältst du halt den Mund. Fertig. Eben. Oder du reagierst halt gar nicht. Genau. Ne? So, aber dann lieber, keine Ahnung, dann hört auf, die Heels mega abzufeiern. Also, du kannst ja machen, ne? Ich liebe dieses Schadenfreude-Ding auch super, ne? Finde das auch super, auch bei Fight Club Pro und sowas finde ich das großartig, ne? Aber ich würde da auch nie, wenn ich da bei einer Show sein sollte, dann irgendwann nochmal dann anfangen, die halt mega abzubejubeln und dann da rumzukreischen wie so ein Fanboy bei so einer Live-Show. Keine Ahnung, ich glaube, das würde eh erstmal alle Leute um mich herum stören. Und dann hast du irgendwie auch den Ziel von einem Live-Event so ein bisschen verfehlt, glaube ich. Richtig. So wie wir es jetzt beim Superstars of Wrestling gemacht haben, wo wir aufgesprungen sind mit der Schadenfreude fahren und sowas. Ja. Würden wir dann halt nicht mehr bringen, wenn es komplett zum Heal wird. Genau, genau. Dann würde ich die Fahnen halt einfach zu Hause lassen. Genau. Sehr gut.
das nächste Team, was dann kam, war schon das vorletzte Team. Und es waren Jürgen Simmons und Alexander James, The Crown. Ja, kam erstmal von hinten. Genau, haben nochmal die Leute gefoolt. Dann kam erst die Musik und dann kamen sie von hinten. Fand ich soweit aber auch okay. Also das hat hier auch gepasst zu dem zu diesem Sneaky von den beiden und sowas halt. Absolut. Das geht also auch klar. Ja, eigentlich hat die Crown dann gewonnen. Ja. Aber während dann das nächste Team rauskam, voll Gasterin, haben die dann dem Referee Bescheid gesagt? Oder die hatten einen Referee, glaube ich, dabei? Nee, ja? Tess kam rausgelaufen. Genau, Tess kam raus. Der kam an den vorbeigelaufen oder sowas dann, glaube ich, ne? Ja. Und hat dann dem Ref, ich glaube, es war dann Rainer Ringer, der andere Ref war. Hat dann darauf hingewiesen, ja, hier, guck mal hier, The Crown hier, die haben geschummelt und sowas. Der haben jetzt hier nur gescheatet. Woraufhin das dann rückgängig gemacht worden sind und die beiden sind dann disqualifiziert worden. Und sowas geht mir voll auf den Sack, ne? Also, bei. Was war's? Bei der Anniversary Show. Ja. Mit Nick Heinblöd. Mhm. Ja. Da hat das doch irgendwo Sinn ergeben, weil er war direkt am Ring. Aber dass ein Ref aus dem, oder irgendwer anders aus dem Backstage nach vorne gerannt kommt, um eine Entscheidung zu revidieren, nee, also. Dann hätte man es lieber so machen sollen, dass Carsten Beck käme als sportlicher Leiter oder sowas. Entweder das oder dass in dem Moment das halt noch auffällt und nicht erst so spät. Ja. Ja, so war es irgendwie auch vom Timing her voll spät, weil das nächste Team war dann eigentlich schon raus. Und dann hat man das halt erst umgedreht, so irgendwie, keine Ahnung. Also dann hätte man das, wenn irgendwie bevor das Team rauskam, hätte man das vielleicht machen sollen. Und so war dann irgendwie. Ja, so hatte man aber die Möglichkeit, dass halt beide Teams zusammen nochmal The Crown abfertigen. Ja, okay, klar. Und man was wieder dadurch daraufhin Sinn ergibt, weil Leon und Pace ja auch ihre Geschichte mit The Crown haben. Ja, klar, definitiv. Und so hat man dann auch nochmal so einen kleinen Schockmoment halt, dass man so denkt, so im ersten Moment so, oh, scheiße, die Champions sind jetzt raus, also gibt's auf jeden Fall safe einen Titelwechsel. Und ja, aber so kann man dann auch nochmal zwischen einem Rematch halt aufbauen, vielleicht um die Titel zwischen The Crown und Aussie Open. Was bestimmt ganz nett werden könnte, also ich bin jetzt halt nicht so der große Fan von den beiden als Team, also von The Crown, aber für so eine zwischendurch Titelverteidigung kann man das ruhig mal machen. Ja, zumal, Entschuldigung. Alexander James ist jetzt auch wieder zurück in den USA erstmal. Ja, da macht halt auch kein Fulltime-Team irgendwie Sinn. Ja. Was irgendwie schade ist, weil Jürgen hängt dadurch irgendwie immer so ein bisschen in der Luft. Der ist dann immer ein bisschen Tag-Team-Wrestler, wenn AJ da ist und hat dann nicht so wirklich was zu tun, wenn AJ nicht da ist. Ja, und den könnte man super aufbauen gegen Bobby. Tatsächlich, das wäre, glaube ich, ein Match, was ganz cool werden könnte. Jürgen gegen Bobby. Ja, aber keine Ahnung, seit halt der Verletzung von Jürgen letztes Jahr vorm Karat, da setzt man die jetzt auch nicht mehr so wirklich auf ihn. Also, ich weiß nicht warum, Er hat irgendwie noch nicht wieder den Drive. Ja. Mitgenommen. Da muss irgendwas passieren. Ja, was ja schade ist, weil es immer noch ein sehr guter Typ ist und auch ein verdammt guter Wrestler. Ja, auch noch sehr jung und aber sehr gut in dem, was er tut. Voll. Nur Liebe für Jürgen. Definitiv. Also, stand aber dann das letzte Match des Gauntlets an, oder der letzte Part des Gauntlets. Ja, im Prinzip sind es ja das einfach. Das Finale. Ja, das Finale, genau. Das ist doch eine ganz gute Sache zwischen Aussie Open und Vollgasterin. Ja, wenig überraschend haben dann Schadenfreude, also Aussie Open, das Ding dann auch gewonnen, haben die Titel dann verteidigt. Ja, gut, dass man jetzt Vollgasterin nicht sofort die Titel gibt. Dürfte ja wohl auch klar sein, ne? Aber hat man dann schön zum Abschluss nochmal schön so ein Face-gegen-Face-Ding gemacht, nachdem es ja vorher drei Heel-Teams waren, die von Aussie Open platt gemacht wurden. Ist dann, denke ich, soweit auch okay. Und dann nach dem Match gab es dann noch die kurze Promo von den beiden, in denen dann, ich glaube, es war diesmal... Noch eine Sache, ja? Zu Leon und Pace. Bitte. Unabhängig vom Tag-Team-Namen. Mhm. Leon hat ja auch diesen Stunner. Ja. Und er hat einfach voll den Stone Cold gemacht mit diesen Mittelfingern ins Gesicht und dann den Stunner angesetzt. Ja. Was sollte die Scheiße denn bitte? Ja, weiß ich auch nicht. Also, sorry, aber nee, lass das. Also, mach gerne den Stunner als Finisher, ist vollkommen okay. Ja.
aber nicht mit diesem Stone Cold Mittelfinger. Also das passt nicht zu dir und deinem Charakter. Nee, danke, absolut nicht, das stimmt. Das stimmt. Ja, gut, dass du das mal gesagt hast. Das sollte man doch gesagt haben, finde ich. Also schon so, gerade wenn du so als schon der krasse Superface bist und dann sowas machen, ist irgendwie schon doof. Das stimmt. Ja. Wenn er jetzt eine Geschichte zwischen beiden Teams gewesen wäre, ja, okay. Schadenfreude hat ja auch als ihre Geste so den Mittelfinger, ja. Dann wäre das vollkommen passt, aber die hatten ja nichts. Ja, nee, von daher hat es irgendwie nicht gepasst, da hast du recht. An sich, sonst gehe ich mit, Stunner für den eigentlich ein cooler Finisher, legendär immer noch der Stunner-Cell von Jürgen bei Superstars of Wrestling. Der war großartig. Und von daher, so an sich ein Stunner ja auch ein cooler Finisher eigentlich, so den man ja heutzutage auch nicht mehr so oft sieht, von daher passt das soweit eigentlich schon, nur tut die Mittelfinger halt weg. Ja. Aber ansonsten haben sie das super geworkt, diese 5 Minuten, die sie hatten. Ja. Da ging es schon mal richtig steil. Definitiv. Gute Sache. Dann gab es noch eine kurze Promo von Ozzy Open. Ich glaube, diesmal durfte Kyle Fletcher reden, nachdem bei Superstars ja Mark Davis geredet hat. Beide haben geredet. Ja. Ja, genau, beide haben geredet, aber Kyle Fletcher hat den Anfang gemacht, glaube ich. Ja. Und haben dann ja gesagt, so, ja, wir haben jetzt hier unsere Challenge hier platt, hier quasi, ich sag mal, unsere Challenge bestanden, mehr oder weniger, oder wenn man so will. Nur. Ein Team, das wir eingeladen haben, ist nicht aufgetaucht. Walter und Ilja. Ja, die kamen dann auf den Titantron, haben dann gesagt, ja, wir waren nicht hier, weil wir hatten Besseres zu tun. Naja, die waren auf dem Download. Wir haben auf der großen Bühne gestanden beim Download-Festival. Genau, beim Download-Festival im Matsch. Das ist ja aber so großartig, wenn du halt diese Backstage-Bilder da siehst und die tragen einfach immer alle Gummistiefel und so, weil das einfach diese Zelte da einfach mitten irgendwo im Schlamm da aufgebaut sind. Ja, beziehungsweise diese Hütten, die sie da haben. Genau. Das war schon cool. Mhm. Ich hatte ja auch überlegt, ob ich vielleicht nächstes Jahr dann, wenn er wieder Tapings zum Download Festival fahre. Dann habe ich gesehen, was da so auftritt außerhalb der Tapings und war so, lol, nope. Nö, tschüss. Auf so Metal habe ich dann doch keine Lust. Ja, nee, ist auch nicht so ganz meine Sache. Also das wäre dann für mich auch keine... Ich sag mal, wenn du jetzt da in der Nähe lebst irgendwo und siehst, ah, das sind Tapings... Dann könnte man das eventuell machen, aber extra für sowas dann dahin zu fahren oder so auf so ein Festival zu fahren, nur wegen dem Catch und dann ohne die Musik, ist dann irgendwie, glaube ich, Quatsch. Ja, ich dachte beim Namen Download, dachte ich halt auch tatsächlich eher an so Elektromusik. Yes. Damit hätte ich mich dann noch anfreunden können, guckst du Tapes an und gehst dann noch ein bisschen stampfen. Ja, hätte ich aber jetzt, wäre auch mein erster Gedanke gewesen, so bei Download an so ein Techno-Ding oder sowas. Aber gut. Gab's nicht. Ja, dann gab's die kurze Promo von Walter und Ilja, die dann halt meinten, ja, komm, hier nach Hamburg haben wir eigentlich auch keinen Bock, ist eigentlich hier nur so ein asozialer Haufen, die Leute hier sind asozial, machen nur Lärm, stinken und sowas, vor denen treten wir nicht auf. Stattdessen catchen wir halt eine Runde im Matsch. Ja, jedem das seine, man muss Prioritäten setzen im Leben. Ey, manche Menschen finden Schlammcatchen erotisch. Das ist wohl wahr. Das ist wahr, da hast du recht, das ist ein guter Punkt. Ob die das dann auch erotisch finden, wenn das Walter und Ilja tun, ist was anderes. Aber, ja, haben dann quasi gesagt, ja, wir sind bei... Auch Homosexuelle können Schlammcatchen erotisch finden. Ja, okay. Ich weiß nicht, warum du direkt sagst von wegen, ja, das können nur Männer erotisch finden, wenn das Frauen machen. Also. Aha, na gut, okay. Finde ich nicht in Ordnung von dir, na gut. Ganz ehrlich. Na gut, es tut mir leid. wie auch immer, jetzt bin ich raus. Mission accomplished. Ja, nein, ich bin wieder da. Und zwar, schade. Wir haben die beiden dann gesagt, ja, beim Shortcut sind wir da, dann können wir das ja gerne regeln. So ungefähr war das gesagt. Es ist noch nichts offiziell gemacht, aber wir können wohl stark davon ausgehen, dass wir dann demnächst Aussie Open gegen Team NXT UK, aka die Superstars, Unbesiegt-Job, Mosskampf, wie auch immer sie sich nennen werden, Walter und Ilja vermutlich. Der Ringzar. Der Ring. Oh, das ist gut. Das ist gut. Wie auch immer sie sich nennen werden, wahrscheinlich einfach Walter und Ilja. Also ohne Namen vermutlich. Ja, wenn sie schlau sind, auf jeden Fall. Und, oder sie gehen vollkommen voll Gas drin und nennen die ganzen Ilta oder Valja. Nein, wow. Just kidding, das wird vermutlich nicht so sein. Aber nee. Ich gehe davon aus, dass wir dieses Titelmatch beim Shortcut to the Top sehen würden. Könnte auch sehr interessant werden. Mal schauen, was er da... Viel wichtiger war ja das, was Dank Zilla danach gesagt hat. Ja, sie haben gesagt, wenn wir das nächste Mal nach Hamburg kommen, bringen wir unseren Kollegen wieder mit.
Und dann ist CCK schon, dann ist Schadenfreude in voller Mannschaft da. Genau. Auch sehr interessant. Heißt das, dass dann Timothy Thatcher auch da ist? Er hat es angedeutet. Und dass Lucky, ne? dann schon bei Schadenfreude. Bei Schadenfreude voll Mitglied ist, also auch ich find's geil. Kosmos. Ich würde mich sehr drüber freuen. Hätte ich sehr, sehr Bock drauf. Wobei ich glaube eher, dass Thatcher bei WXW nicht zu Schadenfreude packen. Das ist das Problem ein bisschen. Ich habe das letztes Mal auch so drüber nachgedacht. Irgendwie habe ich so die Befürchtung, oder ich befürchte, dass Thatcher nicht mehr so ganz in das aktuelle Produkt reinpasst, von den Storylines her. Weil, ja, Walter ist jetzt Heel und irgendwie, also offiziell ist er noch in Ringkampf, aber irgendwie ist er ja nicht mehr so wirklich in Ringkampf. Und eigentlich hat Thatcher ja auch mehr oder weniger sich aus Ringkampf verabschiedet beim Karat. So irgendwie. Und jetzt besteht quasi Ringkampf nur noch aus Veit Müller. Veit Müller ist aber der Einzige, dem er quasi bei seinem Abschied die Hand gegeben hat, während er die anderen Mitglieder von Ringkampf nur stehen lassen hat. Also ist Thatcher jetzt wieder Ringkampf nur mit Veit? Geht er mit Veit, ohne dass beide Ringkampf sind? Ist dann Veit wieder raus aus Ringkampf? Ist Walter jetzt raus aus Ringkampf? Ist Walter immer noch Ringkampf? Zur Schadenfreude passt Timo eigentlich irgendwie auch nicht rein, weil er dafür eigentlich viel zu beliebt ist und die Leute ihn eigentlich viel zu sehr lieben dafür. Und irgendwie wirkt Thatcher da irgendwie total lost jetzt irgendwie. Und ich wüsste gar nicht, wie man den da jetzt reinpacken soll. Solo, ohne Ringkampf, ohne Schadenfreude. Und was halt Sinn machen würde, also ich gehe davon aus, dass also auch aufgrund der Promo, die auf dem YouTube-Channel der WXW veröffentlicht wurde mit Walter und Ilja, wo sie so prägnant independent erwähnt haben, dass erstmal da die, also dass da David Starr auch demnächst seinen Return haben wird. Ach, der kommt safe beim Shortcut zurück. Hundertprozentig, ja, also da gehe ich fest von aus. Entweder beim Shortcut oder spätestens bei der Hamburg Show. Ja. Und wahrscheinlich während die Geschichte läuft, dass wir dann irgendwann so eine Art, ich sag mal, Beatdown haben. Und dann kommt Thatcher und stellt sich zusammen mit David Starr als loses Tag-Team. Also einfach nur als, ne, wir haben hier beide einen gemeinsamen Gegner. Ja, also eine kurzfristige Allianz. Gegen Walter und Ilja. Das fände ich sehr interessant. Weil nämlich Tim Thatcher keinen Bock hat auf die Scheiße, die Walter gerade abzieht. Und dann vielleicht auch so ein bisschen mit Veit Müller den versucht ins Gewissen zu reden. Ne? Wie es mit dem weitergeht, wissen wir auch nicht. Ja. Da warten wir immer noch gespannt darauf, dass er da irgendwie eine Reaktion zeigt. Ja. Und da, das ist so die Nummer, von der ich aktuell ausgehe. Ich muss sagen, das gefällt mir sehr gut, was du da erzählst. Das Danke. Hört sich auch sehr, sehr vernünftig und sehr logisch aus, wenn man so gehen würde, so ein Ding. Ja, Walter und Thatcher und Star als Team independent quasi, so inoffiziell, also wirklich nicht als so ein richtiges Tag-Team, sondern als so eine quasi, so eine lose Allianz halt, weil man halt jetzt gerade mit den gleichen Leuten die gleichen Probleme hat, so quasi. Ja. Fände ich eine gute Sache, tatsächlich. I like. Und so hast du dann halt auch erstmal wieder bis Anfang nächsten Jahres, bis im Frühjahr, bis Thatcher dann wieder Boote bauen geht. Boote. Wir lieben Boote. Ja. Was du mit ihm machen kannst. Definitiv. Oh ja. Also, mir gefällt die Idee. Ich hoffe, das kommt so. Das wäre ganz cool, denke ich. Und so hast du dann natürlich im einen auch wieder das Star-Walter-Ding wieder auf dem Schirm. Und hältst dir dann auch erstmal von Singles-Matchen fern, vielleicht erstmal ein paar Tag-Team-Matches gegeneinander und sowas dann halt, wo dann auch von mir aus Stars-Team halt gewinnen kann. Muss ja dann Star nicht unbedingt weiterpinnen oder sowas. Lol, was? Hä? Es gibt eine 2-Punkte-Bewertung für Thatcher bei Cage-Match. Oh, bitte sag mir, dass der einen Kommentar abgegeben hat. Wahrscheinlich nicht. Na, das sind doch immer die Leute, die keinen. Okay, zwei, die ihn halt einfach nur nicht ganz so cool finden. Ja, hier ist einer mit 5 Sternen zu technikbasiert. Das kann ich dazu, könnte ich zum Beispiel als... Es ist die 2-Sterne-Bewertung da. Oh, ich hab's gefunden. Sie ist auf Englisch, aber und stammt vom 15.02.2017 und ich lese sie jetzt einfach mal vor. Lies sie vor. Von AJFan83. In 2015, he is awesome to see
But since he is Evolve Champion, it's just impossible to watch this guy wrestle. This guy has zero charisma and the worst reign with Evolve Championship. Put this guy in a main event and people just quit before the match starts. His technical skills is visible, but everything he does with him, is kill crowds. Was bist du für ein Volldepp und sag mal, bist du eigentlich blind? Ja, eindeutig. Tim Thatcher ist einer von denen mit der besten Facial Impressions während Matches. Also, ja. Boah, nee. So. Ich kann ja noch das Argument tatsächlich verstehen, wenn jemand sagt, der ist mir zu technisch, ich mag dieses komplett reine technische Matten-Wrestling nicht. Ist vollkommen okay, ne? Weil es kann halt auch hart nicht jeder was mit dem Stil anfangen. Es gibt auch viele Leute, die halt keine Zack Sabre Jr. Matches mögen, weil der Typ ja auch zu 95% nur auf der Matte wrestelt, ne? Ja, hier ist jetzt auch noch eine zweite 2,0 Bewertung aus 2016. Hab bei ihm das Gefühl, dass er nur Ringen und Submission beherrscht. Wirkt im Stand ziemlich überfordert und kriegt dort keinen vernünftigen Move hin. Die Technikgeschichten beherrscht er zwar gut, aber das alleine ist mir zu wenig für einen Top-Wrestler. Außerdem kann ich mir seinen Headbutt einfach nicht angucken, da ich ihn so impactlos finde. Aha. Bruder, bin raus. Ja, Alter. Das war's dann. Tschö. Du hast nicht verstanden, was ein Wrestler ist, der sich auf ein Gebiet spezialisiert hat und das einfach beherrscht. Ja. Meine Herren, Alter. Ja, ist schon hart. Ein Zack selber macht auch keine 50 Flickflacks und Suplexes und Powerbombs und so weiter. Ja, da bin ich auch froh drüber. Basti. Also, sorry. Ja, ist schon sehr hart scheiße. Naja. Ne? Man muss es nicht mögen, man kann sagen, ey, ich finde den Stil nicht gut. Aber beide Sachen, die da gerade beschrieben, die ich gerade vorgelesen habe, ey, sorry. Naja, so. Haltet's Maul. Ja, finde ich auch. So halt Quatsch. Ne, wie gesagt, wenn man den Stil nicht mag, ist vollkommen in Ordnung. Ist halt auch nicht jedermanns Ding, dieses reine Matten-Ding. Ne? Aber ich finde, man sollte absolut respektieren, was solche Leute können, weil das ist einfach erstmal so eine Kunst aus so einer vergessenen Zeit und das ist halt einfach Kunst. Wenn du sowas kannst, dann bist du der King, Alter. Ja, ein super Kick kriegt jeder hin. Ja. Aber kriegt mal eine Transition aus irgendeinem Submission-Move hin. Danke. Also. Genau das. Aber gut, manche Leute sind da halt, ich finde auch dieses, keine Ahnung, man sollte bei Sachen wie Wrestling auch mittlerweile einfach denken, weißt du, man sollte nicht immer so, keine Ahnung, hin und her kompliziert denken und so dann sagen, ja, keine Ahnung, der ist nicht geil, weil er halt keine doppelte Umdrehung macht bei seinen Sprüngen oder sowas, sondern der kriegt weniger Appreciation, weil er, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Gegner nur auf der Matte hält und keinen doppelten Rückwärtssalto Shooting Star Press kann oder sowas halt, weil wie gesagt, du hast überall auch Leute mittlerweile hängen, die eine Shooting Star Press kennen. Die Shooting Star Press macht mittlerweile jeder High-Flying-Wrestler. Was ich halt, dass es ein schlechter Move ist. Das ist immer noch einer meiner Lieblingsmoves, weil das Ding einfach verdammt geil aussieht, wenn du springst. Ne? Aber das Ding lernst du wahrscheinlich im High-Flying-Grundkurs. Eben. Weil es auch relativ einfach eigentlich zu springen ist, wenn man halt weiß wie, ne? Aber schaff das mal, dass du glaubwürdig einen Gegner halt, keine Ahnung, dem die Handgelenke verdrehst, den auf der Matte hältst und das Ding dann in Armbar Transitions. Das ist meiner Meinung nach viel schwieriger und es sieht auch oft einfacher aus, als das, glaube ich, ist. Eben. Und dann, weil man den Stil nicht mag, auf Kampf da irgendwie zu erzählen, dass jemand null Charisma hat, also ja. bei einem ohne das Böse zu meinen, aber bei einem Ivan Kiev, wenn du sagst, der hat kein Charisma, ja, dann ist das tatsächlich ein Negativpunkt. Aber jemand wie Tim Thatcher, der auch davon lebt, der Charakter, dass er eben etwas ruhiger ist. Ja, dass er nicht dieses Aufbrausende hat, dass er so calm ist. Und dann einfach mit der Gestik im Ring einfach so viel darstellt. Ja. Sowohl Sachen, die für ihn gut sind, die absurd sind, so Comedy einfach hinkriegt, als auch einfach das Sellen einfach beherrscht. Ja. Also tut mir leid, kann ich null nachvollziehen. Ich auch. Man muss Tim Thatcher nicht mögen, absolut nicht. Aber hab Respekt vor der Kunst, die dieser Mann betreibt. Ganz genau so sehe ich das auch. Definitiv. So, ich würde sagen, bevor wir uns hier noch in Rage reden,
Komm. Ja, ich habe mir schon eine Beruhigungszigarette nebenbei gemacht. Kommen wir zum Main Event of the Evening. Ganz kurz, mir ist jetzt erst aufgefallen, worüber ich eigentlich sprechen wollte, dass bei dieser Show ja gar nicht Thomas Gießen der Ringsprecher war, sondern die gute Verena. Ja. Ist natürlich nicht das gleiche wie Thomas Gießen, aber ich finde, die macht das auch absolut in Ordnung. Also ist absolut solide abgeliefert. Also definitiv. Und ab und zu halt mal kein Tommy ist ja auch nicht schlimm. Dann hat man wenigstens ein bisschen Abwechslung, auch wenn wir alle große Liebe haben für den guten Thomas Gießen. Ja, Tommy schlägt in Deutschland als Ringsprecher keiner. Oh, ich würde sogar fast sagen, international gibt es da wenige, die besser sind. Ja. Wobei, bei der EWP das gemacht hat, der hat das auch sehr gut gemacht. Mhm. Da war er mir halt ein bisschen nervig, weil der halt da nebenbei Ansagen machen musste aufgrund des Stils, die EWP geht. Ja, gut. Aber die Ansagen selber waren alle vollkommen in Ordnung. Sehr schön. War etwas lockerer. Das ist gut. Kommen wir jetzt aber zum Main Event of the Evening, der um die Unified World Wrestling Championship geht in einem Fatal 4 Match. Der Champion Guns, Bobby Guns, verteidigt gegen den WXW Shotgun Champion Emi Tsitochi, gegen den Besieger von Ilja Dragunov und Mitteldeutschland-Cup-Sieger zweifachen Marius Al-Ani, Entschuldigung, und den Mann, der jetzt den, oder zu diesem Zeitpunkt noch, den Titelshot einhält vom 16 Karat Gold, absolut Andy. Und ich muss als allererstes mal eine Lanze für Marius Al-Ani brechen. Wir haben ja uns hier sehr oft negativ über sein Gimmick geäußert. Und ich finde, das wird mittlerweile immer besser. Ja. Das gefällt mir mittlerweile gut, weil dieses Badei und sowas so ein bisschen in den Hintergrund gerät, dieses Aufgesetzte, und es ist einfach nur noch Teil von ihm ist, wie er halt agiert, und er ist halt einfach so dieses Fitness-Ding und ja, ich bin hier der einzig wahre Catcher, genau, also, und alle anderen ich find, sind halt Lappen. Was halt sehr wichtig ist bei der Glaubwürdigkeit von einem Gimmick ist, du musst ihm halt abnehmen, dass er halt das, was er so sagt, auch so meint, und du musst ihm halt die Rolle auch irgendwie abnehmen. Und mittlerweile verkaufe ich ihm einfach das ab, dieses, der erfüllt einfach jedes Bodybuilder-Klischee, ohne das jetzt halt schlecht zu meinen, weil in diesem Fall passt es halt dazu, ne, mit diesem, ja komm hier, ich hab den Körper und ihr anderen habt eh keine Chance gegen mich, weil, guckt euch doch mal an, ey, geht doch erstmal ins Gym und trainiert mal ein bisschen, bevor ihr es hier gegen mich versucht mit dem, ich bin hier der Vorzeigeathlet quasi, und keine Ahnung, was willst du denn hier mit deinem Lauchkörper oder, und sowas. Und ich nehme das dem halt voll ab, weil das, was er sagt, das meint er halt so, ne? Und wenn er das sagt, dann glaubst du dem halt auch, ne? Was, wie gesagt, meiner Meinung nach gehört sowas zu einer Glaubwürdigkeit dazu, von einem Gimmick, dass du den Leuten halt abkaufst, was sie sagen. Also wenn du dem Typen halt nicht glaubst, was er da sagt, dann brauchst du ihn halt nicht dahin stellen, um eine Promo zu halten, weißt du? Ja, und mittlerweile hat er, ob sie, wer auch immer dahinter hängt, noch mit das so gedreht, dass man es ihm halt abnimmt. Definitiv finde ich so. Dass man nicht einfach nur genervt ist, wenn der Typ redet. Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, der ist jetzt immer noch nicht der beste Talker, ne? Aber für das Gimmick brauchst du jetzt auch kein CM Punk zu sein oder sonst irgendwer, sondern da reichen die mit Mix-Skills, die er hat, vollkommen für aus. Und das war es halt. Oh. Fertig. Und also als Wrestler ist er ja sowieso nicht schlecht, aber da brauchen wir ja gar nicht drüber reden, das wissen wir ja alle. Ach, da ist ein Al-Ani, ist ja über jeden Zweifel haben, dass der Typ catchen kann. Ja, definitiv. Jetzt sag mir doch aber mal deine Stimmen zum Match. Mir hat das Match gefallen. Ich fand es schön, wie sie auch Emil dann aus dem Spiel genommen haben, so ein bisschen, indem Avalanche rausgekommen ist. Ja. Und sie da einfach angegriffen hat, was halt einfach Sinn ergibt. Ja, klar. Ich glaube, es war dann auch Andy, der den Pin einstecken musste. Ich meine, ja. Beziehungsweise die Submission. Ja. Was ja das hier, genaue was ja auch, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich meine, es war eine Submission, weil die meisten Bobby-Matches enden ja in der Submission. Was ja auch so Sinn macht, weil Andy hatte jetzt ja quasi seinen, also der Title-Shot von ihm ist ja verflogen durch dieses 4-Way. Und Emil kriegt ja eh kein weiteres Titelmatch, weil er halt ja eh Shotgun-Champion ist und dann ja jetzt sich noch mit Avalanche rumschlagen darf vermutlich weiter. Und so kann dann jetzt Al-Ani immer noch argumentieren, ja komm hier, du hast mich gar nicht besiegt, du hast hier nur die anderen platt gemacht. Kämpf doch mal gegen mich 1-1, dann hast du keine Chance. So kannst du halt nochmal ein Einzelmatch zwischen beiden aufbauen, was ich denke auch früher oder später kommen wird. Warte, ich war gerade ganz kurz abgelenkt. Du meinst zwischen Al-Ani und Bob? Ja. Ja. Wobei, es gab ja schon ein Einzelmatch. Ja, aber nicht um den Titel, oder? Warte, wo hatte ich es hier?
Nee, es ging um den Titel. Echt? Okay, das war in Borken. Okay, ja, sorry. Gut, ja. Noch nicht auf der großen Bühne im Produkt richtig, sondern auf einer Hausshow halt oder Townshow. Ja, gut. Ja, aber ich sehe beim Feature-Event in Bielefeld gab es ja auch ein Match zwischen beiden, was im No-Contest geendet hat, aber so könnte man vielleicht eventuell nochmal damit argumentieren, dass man sagt, ja komm hier, du hast mich in einem Einzelmatch noch nie platt gemacht. Ne? Trau dich doch mal gegen mich, dann verlierst du. Ja. Könnte man so machen. Ja, und so hat man halt wieder einen logischen und guten Contender für Bobby. Genau. Aber der nächste Contender für Bobby wird er nicht. Richtig. Denn Bobby ist ein Ehrenmann. So, Bobby ist ein Ehrenmann. Erzähl uns doch mal kurz, was der Bobby denn Namage gemacht hat. Er hat eine Promo gehalten. Hat erst natürlich mal ganz kurz gehypt, dass er jetzt seit Schieß mich tot in Hamburg ungeschlagen ist. Ja, irgendwas mit 2 Jahren oder so. Ja, seine Uhr läuft noch im Gegensatz zu der vom HSV. HSV-Bashing aktuell auch einfach zu einfach. Ja. Und hat gesagt so, ey, ganz ehrlich, ich war gerade Andy im Match, aber Andy ist in einem Match, weil er betrogen hat. Gut, Andy hat selber ja nicht aktiv betrogen, er hat zwar einen auch versucht gehabt, noch vor dem Eingreifen von Pete, das wir gar nicht erwähnt haben, aber das hat ja nicht funktioniert. Aber er hat halt wieder nur durch irgendwelche, wie sagst du mal so schön, Shenanigans gewonnen. Und ich bin ein Ehrenmann. Also Lucky, bewegt mal kurz seinen Arsch hier draus, ich muss mit dir reden. Und hat gesagt so, ey, wir beide, Superstars of Wrestling, 1 gegen 1. Shortcut to the top. Was habe ich denn gerade gesagt? Superstars of Wrestling. Ah, okay, ja, tut mir leid. Ich meinte natürlich, dass beim Shortcut wir beide 1 gegen 1 um den Titel. Bis dann. Ja, so ungefähr. Ne? Gab, glaube ich, noch einen kurzen Handshake danach. Ja. Und Handshake, kurzer Stare-Down. Ja, danach sind sie wahrscheinlich zusammen noch eine Shisha rauchen gegangen. Ja, und Lucky, der sich nicht entscheiden konnte, ob er jetzt einfach, ob er normal guckt oder ob er in seinen. Ja. Ja, wie nennt man das? Dieses verrückte. Genau, ob er in sein Blatt zurückgehen. Ah. Ja, genau. Ja, genau. Was aber auch im Nachhinein, also im ersten Mal war es so, ja, entscheid dich, wie du jetzt actest, aber im Nachhinein macht es irgendwie Sinn. Dass dieses Blatt halt einfach so eine zweite Persönlichkeit von ihm ist. Ja, so ein bisschen schon halt, ne? Ja. Ist ja auch irgendwie so sein Match-Modus. Also wenn es so quasi so wie, wenn das Match beginnt, dann macht es so Klick und dann ist er so in seiner eigenen Welt so quasi. Ja, schon beim Entrance ja ein bisschen. Genau. Ja, aber ich habe Bock drauf auf das Match tatsächlich. Ja, ganz, ganz große Lust. Auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass Lucky den Titel holt. Ich glaube, Bouncer screwt den wieder. Ja, entweder das oder Bobby besiegt ihn halt regulär. Ja, also gehen wir davon aus, dass Lucky sich früher oder später den Titel holen wird. Ja, Lucky ist ein Future Champion auf jeden Fall. Jetzt noch nicht. Vielleicht wartet man wieder bis zum Karat oder bis zur Anniversary. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Anniversary würde ja eigentlich sogar noch mehr Sinn machen, weil es ja letztes Jahr den Reverse-Titelgewinn gab. Ja. Und das wäre so ein schöner Call dazu, halt so ein One Year in the Making quasi irgendwie. Aber mal schauen. Vielleicht ist es ja auch beim World Tag Team Festival schon soweit. Wer weiß das schon? Auf jeden Fall habe ich da sehr Bock drauf. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir bis zur Anniversary warten. Schlicht und ergreifend deshalb, weil sonst Bobbys Run ein bisschen verschenkt ist. Da muss noch mal ein bisschen was kommen irgendwie. Ja, stimmt. Es ist halt noch nicht so viel passiert bei dem Run, sage ich mal, ne? Ja. Da fehlt halt noch mal 1-2 richtige Stories. Ja. Das ist alles so, er ist halt irgendwie aktuell so ein bisschen so ein Nebenbeiprodukt in seinen Geschichten. Das ist irgendwie schade. Stimmt, aber ich denke, da hat man noch viele Möglichkeiten. Also man kann dann, wie gesagt, ja nochmal gegen Al-Ani gehen. Vielleicht macht man es ja dann auch und geht in ein Titelmatch gegen Jürgen. Sowas vielleicht, genau, also. Hat man eben auch schon. Genug Leute. Mit Walter oder Ilja kann noch was passieren, jetzt auf viel Basis, wo die beiden unterwegs sind. Ja, wieso nicht? Vielleicht ein Rematch von Ilja gegen Bobby, warum nicht? Also Optionen hast du aktuell schon. Ja, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich habe Bock auf das Match, auch wenn es halt ein Face gegen Face Match ist, aber so passt es halt, weil es irgendwie die zwei größten Faces sind, die AWXW aktuell hat, die halt um die Spitze, also um die Nummer 1 kämpfen, um die Spitze kämpfen. Von daher macht es so irgendwie auch schon Sinn. Und wie gesagt, das ist dann halt so ein mehr oder weniger freundschaftliches Ding, also so eine freundschaftliche Rivalität, sage ich jetzt mal. Rein sportliche halt. Genau. Und
Das ist ja hin und wieder auch mal ganz gut. Also, ja, vor allem als Übergang, bevor man dann halt einen richtigen Challenger wieder aufbaut. Genau, und Face-gegen-Face-Matches funktionieren dafür gewöhnlich besser als Heel-gegen-Heel-Matches. Ja. Absolut. Und daher, wo wir auch gerade bei Bobby sind. Ja. Er hat ja in einem Interview, glaube ich, beim Karat-Wochenende mit, wie heißen sie? Headlock. Mit Headlock gesagt, dass er mittlerweile Vollzeit-Wrestling macht. Das ist schön. Das ist schön. Habe ich das richtig verstanden? Aber ich war letztens auch schon bei Cage Match auf seiner Seite und da taucht halt nur WXW auf. Okay. Also entweder zahlt WXW mittlerweile richtig gute Gagen für Main Eventer oder bei ihm läuft mit Merchandise. Vielleicht auch sogar ein Misch aus beidem. Ja, ist halt komisch. Also gut, ich meine, bei so Leuten wie Walter war das immer relativ schnell klar, dass der halt Vollzeit wrestelt, weil der ja auch in England überall unterwegs ist. Ne? Bei Bones war das halt auch irgendwie klar, weil der halt auch sehr viele Ligen worked und sehr viel. Ja, und halt, und gerade in Walter war ja auch halt auch Trainer. Ja, genau. Ne? Oder ist Trainer, wenn er denn in Deutschland ist. Genau. Und also hat ja auch dann, das war ja damals, was da die Runde geht, dass Walter immer der erste Wrestler in Deutschland ist, der halt einen Arbeitsvertrag als Wrestler hat. Und sowas halt, also bei so Leuten war es immer klar, also das jetzt mit Bobby höre ich tatsächlich gerade zum ersten Mal jetzt, wo du es sagst. Also ich meine, vielleicht habe ich es auch in dem Interview falsch verstanden, dass er nur erwähnt hat, dass man da halt dass er am Überlegen ist. Aber wenn ich halt gerade so bei Cage Match bin, der hat in 2019, ich zähle mal nach, einmal bisher für eine andere Promotion gewirkt. Tatsächlich gestern. Also heute ist der 23. und gestern hat er in Bremen für die EPW gewirkt. Ja, interessant. Ja, cool. Also dann scheint es ja irgendwie doch zu laufen finanziell, wenn das klappt. Das freut mich für ihn auf jeden Fall. Also ist schön, wenn man das gerade hier in Deutschland dann schafft, auch vom Wrestling zu leben. Ja, das ist ja nicht ganz so einfach. Ja, leider nicht. Aber nö, ist eine gute Sache. Freut mich sehr für ihn. So, bevor wir die Show beenden, oder hast du noch irgendwas zu sagen zum Main Event? Nein, also Main Event hat mir gut gefallen, hat Spaß gemacht. Ja, gehe ich mit. Bevor wir jetzt aber hier zum Ende kommen, ne? Das nächste Marquee-Event ist ja, also jetzt ist ja erstmal Sommerpause. Dann gibt es noch zwei Roto-Shows und dann ist das Shortcut to the Top, das jährliche. Zwei sogar? Ja, also ich hatte eben nachgeguckt, es sind zwei Roto-Shows noch vor dem Shortcut. Also zwei Road-to-Shows, die einfach so stattfinden oder auch die ausgestrahlt werden? Es sind, glaube ich, keine Fische-Events, also es sind nur zwei normale Events wohl. Okay. Aber ich meine, eine kommt ja jetzt auch Anfang Juni. Genau. Die aus Gütersloh, glaube ich. Genau. Und dann haben wir erstmal Pause. Und jetzt ist plötzlich Funkstille. Nein, ich bin da. Okay. Warte, wo war ich denn jetzt bei den Veranstaltungen? Ich wollte das gerade nochmal nachgucken, weil ich meine, es kämen zwei. Okay, hier steht jetzt gerade nichts auf dem. Hier steht als nächstes nur das Shortcut. Ja, gut, dann egal. Auf jeden Fall steht ja dann am 3.8. das Shortcut to the Top an. Das Match mit dem Shortcut to the Top Match halt, dem jährlichen Royal Rumble Match der WXW, bei welchem der Sieger ein Unified World Wrestling Championship Titelmatch kriegt. Wo wir dann unter anderem natürlich auch das Lucky gegen Bobby Match sehen. Die Strong Hearts werden da sein von OVW aus China. Und meine Frage ist jetzt an dich, lieber Marcel. OWE. OWE, ja, was habe ich gesagt? OVW. Oh, das ist die andere Liga aus den USA. Okay, danke. Macht nichts. Dafür sind wir hier zu zweit. Genau. Ja, wir wollen ja auch alles richtig behalten und hier nichts durcheinander bringen. Ja. Aber meine Frage an dich, lieber Marcel, wer gewinnt das Shotgun to the Top? Puh. Ich habe mir tatsächlich noch gar nicht so intensiv Gedanken drüber gemacht. Ein Alani wäre zu offensichtlich. Ja. Würde zwar Sinn ergeben, um ihn halt nochmal zum richtigen Contender zu machen. Ich fände einen Jörn Simmons cool. Das wäre sehr interessant, ja. Auch gerade im Rahmen von dem, was wir gerade besprochen haben. Also wir haben aktuell einen Face-Champion, selbst wenn beim Shortcut der Titel wechselt, bleibt es ein Face. Genau. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ein Heel gewinnen wird. Ja, macht Sinn.
Ich hoffe nicht, dass es Pete Bouncer wird. Einfach aufgrund dessen, dass ich dann so eine Geschichte sehe, dass er und Lucky plötzlich um den Title Shot kämpfen. Ah, stimmt, ja. Dass das wieder so eine ähnliche Geschichte wird wie mit Al-Ani und Andy damals. Ja. Puh. Chris Brooks? Wäre eine Option, wenn er denn bis dahin schon wieder da ist. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also vor allem, wenn man Schadenfreude wirklich ein bisschen mehr heel-lastig gehen will. Wäre ein interessanter Take. Ansonsten fällt mir aktuell keiner sonderlich ein. Ja, ist halt, also so ein Shotgun ist natürlich auch immer perfekt da, um halt eine Mega-Überraschung zu machen, zum Beispiel irgendeinen Return-Menschen oder sowas. Oder sowas. Also, wie gesagt, ne, ich bin fest davon überzeugt, dass David Starr zurückkommt. Vielleicht dann sogar irgendwie Walter eliminiert oder sowas. Ja, bei, ist vorstellbar. Thatcher glaube ich nicht, dass er zurückkehrt, weil der ist für die Kanada-Shows angekündigt und die sind 3 Tage danach. Also ich glaube, dass das dann erst, also dass er dann quasi bei diesen Shows erst zurückkommen wird. Ja, dass er da irgendwie auftreten wird, ist tatsächlich von auszugehen. Und glaube halt deswegen. Oder sie gehen halt wirklich überrascht und bringen ihn halt erst bei der Tag League zurück. Der weiß ich. Also bei den Kanada-Shows ist er auf jeden Fall dabei. Ach, ist er schon bestätigt? Ja, er ist bestätigt. Jetzt bei Ambition 11 dabei und bei der Toronto-Show ist er dabei. Also da wird er halt safe dabei sein, deswegen glaube ich nicht, dass sie den vorher halt beim Shortcut schon zurückholen, weil sie erstens für die Kanada-Events mit der Rückkehr von Thatcher geworben haben und, weiß ich, das wäre dann irgendwie so ein bisschen so hin und her halt, wenn der von den USA erst nach Deutschland fliegt und ja, dann von Deutschland wieder zurück nach Kanada fliegt. Ich glaube, das machen sie nicht. Allein halt so reisetechnisch Kosten und sowas kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Wäre halt irgendwie auch Quatsch, dieses Hin und Her, wenn wir ehrlich sind, ne? Ja, also A, vom Zeitaufwand her wäre das komplett blöde. Es wäre für den Körper verrückt aufgrund von Jetlag. Ja. Quatsch. Und es wäre halt zu 100% unökologisch. Also. Ja. Deswegen glaube ich das fast nicht. Aber wie gesagt, bei den Kanada-Shows kann ja auch was passieren. Bin mal gespannt. Ja, ansonsten, mein Tipp war auch Pete Bouncer tatsächlich. Aber eigentlich macht ein Sieg von Pete Bouncer im Shortcut keinen Sinn, wenn Lucky nicht den Titel holt. Und, keine Ahnung, dann wieder so eine Fehde von Bouncer gegen Lucky um einen Shot fände ich auch irgendwie Quatsch. Wenn Lucky jetzt der Champion wird und es dann irgendwie Bouncer gegen Lucky gibt um den Titel, fände ich dann auch ein bisschen zu viel für Bouncer jetzt direkt, also ihn direkt dann in den Main Event zu pushen. Ja. Wobei, wenn es dann um den Title Shot geht, aufgrund dessen, dass Bouncer ja Lucky den Shot, also dafür gesorgt hat, dass Lucky den Shot verliert, auch wenn er ihn ja durch Ehrenbobby wiederbekommen hat, würde es ja sogar fast Sinn ergeben, diese Storyline aufzubauen. Aber ich möchte das nicht das zweite Jahr in Folge so eine Geschichte. Genau, haben. Das ist es nämlich. Und ja, deswegen weiß ich halt nicht, ob ich das eigentlich sehen möchte. Unter dem Aspekt kann ich es mir dann irgendwie auch nicht mehr so krass vorstellen. David Starr an sich wäre vielleicht auch noch eine Option, dass er das Shotcut gewinnt, aber glaube ich eigentlich auch nicht. Nee. Ja. Also David Starr, also da würde ich Brief und Siegel drauf, wird erst, wenn er wiederkommt, erstmal wirklich gegen Walter gehen. Ja, das, da gehe ich auch fest von aus. Dementsprechend glaube ich halt auch nicht, dass es Walter oder Ilja machen wird. Also, nee, kann ich mir eigentlich beim besten Willen nicht vorstellen, zumal du halt solchen Leuten auch legit halt so einen Title-Shot geben kannst. Ja. Und, keine Ahnung, ich denke am Ende macht es Leon von Gast drin. Nein, Spaß. Was ist denn mit Lucky selber? Ich meine, bei Bobby hatten wir es letztes Jahr auch, ne? Den Shortcut-Titel verloren und dann Shortcut gewonnen. Ja, aber er hat den Shortcut einfach nur verloren und war dann später drin. Das war der nächstgrößere Schritt und Lucky hat an dem gleichen Tag seinen Title-Shot. Ja, aber wenn er zum Beispiel gescoot wird um den Titel und dann im Shortcut antritt? Es wäre halt irgendwie auch Quatsch, weil dann, keine Ahnung, am gleichen Abend Titel-Shot und sich dann den nächsten Title-Shot verdienen, wäre halt auch irgendwie Mumpitz, aber es wäre halt so ein Booking, was irgendwie so
Also nicht typisch WXW, aber das wäre so ein Booking, was irgendwie so danach schreit, dass man das machen könnte irgendwie. Ja, aber so wie beim aktuellen ist das Booking bei der WXW ja eh so ein Thema für sich. Ja. Schwankt halt zwischen gut und was zum Teufel macht ihr da? Deswegen, also. Ja, ist schon schwierig. Also, Ich leg mich fest, es wird Jörn. So. ja, das ist doch schön. Einfach auch, weil keiner damit rechnet. Ja, haben wir letztes Jahr alle mit gerechnet, dass er da zurückkommt und dann gewinnt. Der ist ja auch zurückgekommen, aber hat nicht gewonnen. Und dies Jahr würde es Sinn ergeben, James ist erstmal wieder weg, das heißt, er ist wieder solo unterwegs, hat aktuell nichts zu tun. Kann man. Auch wenn Avalanche wahrscheinlich demnächst den nächsten Titel gewinnt, also den Shotgun Championship, ist die Fehde auch Ja, durch. das möchte ich auch Wurde nicht erzählt zwischen unbedingt den nochmal beiden. sehen jetzt. Richtig. In ein paar Jahren kannst du das wieder bringen, Ja, aber aktuell klar. ist es zu frisch. Definitiv. Und ansonsten fällt mir keiner ein. Ja. Oder sie kommen halt mit jemandem um die Ecke, den sie ganz neu ins Roster aufnehmen. Shima von den Strong Hearts. Wäre witzig, aber den kannst du dir halt nicht so oft leisten, glaube Ja, ich. das Problem. Der hat ja jetzt noch kein so großes Standing in den USA und Europa, als dass er irgendwelche Mondpreise vernehmen könnte. Nö. Nee, nee. Ja. Aber, Dann kommen wir doch ja. auch kurz zu meiner allerletzten Frage. Was passiert denn mit den Strong Hearts bei Shotcut to the Top? Ja, also ich nehme an, dass sie im Shortcut sein werden. Ja, gut, das ist ja klar, aber die werden sie ja jetzt wohl nicht nur fürs Shortcut holen, die werden sie ja wohl irgendwie auch in ein Match packen oder so. Richtig. Also entweder sehen wir einen Shima-Einzelmatch und die anderen beiden haben noch ein Tag Team-Match, was aber ein bisschen too much sein könnte, rein Ja, aber dann von hat der es halt. Ansetzung her, weil wir halt, also wir wissen jetzt schon, wir haben ein Women's-Match auf der Card, wir haben das Unified Championship Match auf der Card, wir Ja. haben ein Tag Team Match auf der Card. Ja, es wird ja wahrscheinlich auch jetzt nicht so eine große Karte sein, dadurch, dass halt das Shortcut-Match schon eine Stunde oder sowas geht. Ja, ich suche gerade mal 218. Das ist Fan, das heißt, das ist Superstars, das heißt, ich bin schon wieder zu weit. Da haben wir das Shortcut. Wie viele Matches waren denn noch auf der Card? 1, 2, 3, 4. Ja, gut, ne? Aber Und schon. eins davon waren Walter Squash gegen Dirty Dragon nach 4 Minuten. Ja, gut, klar. Aber wie gesagt, Shotcut ist ja auch halt schon sehr lang, deswegen macht es ja auch Sinn. Wäre dann auch irgendwie ein bisschen zu viel, wenn halt zwei Strong Hearts Match auf der Karte ist. Also bleibt ein Six-Man-Tag übrig. Die Frage ist, gegen wen willst du den packen? Weil Rice geht nicht mehr, weil Rice ja im Prinzip jetzt kein Trio mehr ist. Schadenfreude geht ja dann mehr oder weniger auch nicht, weil A, keine Ahnung, ob Brooks da ist und B, haben Aussie Open ja wahrscheinlich dann das Titelmatch gegen Walter und Ilja. Also wird es wahrscheinlich gegen Vollgasterin und Finn Freihard. Nein. Wie du auf den Namen auf einmal Ja, kommst, der ist Alter. einfach so jetzt rausgerutscht. Der wird bestimmt da sein für Shortcut oder so, um da irgendeinen Platz zu füllen oder sowas. Ja, vielleicht wird es Ja, auch das Lucas kann. Robinson als Dritter oder so. Aber ich überlege gerade, wer tatsächlich Sinn ergibt. Also mit Pace und Volk und Van Gasteren hast du auf jeden Fall zwei Leute, die auch in den ähnlichen Stil gehen können. Ja, also das könnte man definitiv machen, nur wer ist halt der Dritte? Ich habe die Lösung. Ja, hau raus. Die Andreas Ullmann und Söhne GmbH und Co. Ach KG. stimmt, ja klar, natürlich. Und die Strong Hearts als Faces. Ja, na klar. Boom, Digga! Absolut, ja. Bin Wir haben es dabei. gelöst. Mega. Das könnte sogar tatsächlich sehr witzig werden. Schön mit, Vor allem auch Sprachbarriere könnten sie da mit einbauen. ja, und dann Andy und Shima als die Veteranen. Das könnte großartig werden, ja? Warte mal, wie alt ist denn. Ich muss jetzt mal herausfinden, wie der Altersunterschied zwischen den beiden ist. Es kann sogar sein, dass Shima älter ist. Der müsste irgendwas mit 40 sein. Shima. Ist das der Der ist richtige, den ich 41, Shima. habe? 41 und Andy ist 35, laut Cage Match. Gelogen. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Hat beim Alter gelogen, der Alte. Ja, vor allem, der hätte einfach mit 15 angefangen zu catchen. Ja. Nee, mit 20, okay, würde es Sinn ergeben. Aber ja,
ist in meinen Augen die potenteste und logischste Lösung. Ja, I like. Schön im Opener. Ja. Danach hast du die drei Titelmatches. Und dann das Shortcut. Finde ich nice. Bin ich dabei. Ja. Weißt du denn schon, ob du beim Shortcut to the Top dabei sein wirst? Nein, weiß ich Stand heute noch nicht. Das wird sich vermutlich auch erst Anfang Juli klären. Okay, also... Weißt du denn, ob du dabei bist? Ja. Ich werde vermutlich hinfahren. Ich habe eigentlich was anderes vor, wo ich halt nicht so viel Bock habe und weil es eigentlich auch gesundheitlich im Moment dafür nicht so günstig ist. Also ja. Nice. Wunderbar. Also du sagst, Pete Bouncer gewinnt das Shortcut. War so mein Tipp. Ich bin mir deswegen ein bisschen unschlüssig, aber ich bleibe jetzt einfach mal dabei. Ja, aufgrund meiner Argumentation. Ich gehe mit Ian Simmons. Was glaubst du denn, welche kleinere, mittelgroße Überraschung wir bei Tarkan Aslan? Oh, stimmt. Ja. Weil ich gerade überlege, wen man zurückbringen könnte, der als kleine Überraschung unangekündigt plötzlich beim Shortcut auftaucht. Tarkan Aslan. Fände ich nice. Mit dem hast du seit Ewigkeit nichts mehr gemacht. Ja. Warum? Der macht ja aktuell auch fast nur GWF. Ja. Ne, fände ich eigentlich ganz cool. Also wär so eine von den Überraschungen, wo ich sagen würde, jo, geil. Ist der eigentlich da noch Champion? Ich glaube, der ist noch... Nee, Bones ist doch, glaube ich, jetzt Champion, oder? Ja, er hat ihn am 4.5. verloren. Schade. Von daher... Das wäre echt eine coole... Da habe ich gar nicht dran gedacht, aber würde Sinn machen. Ja, mir ist es halt gerade auch wie ein Schlag gekommen. Sehr schön. Nein, I like. Das wäre spannend. Ja. Ja, aber sonst fällt mir da eigentlich jetzt spontan niemand ein, der so einen richtigen... Also wie gesagt, es wird so ein paar Academy-Leute sicher geben, auch so Leute bestimmt wie Lukas Robinson, Finn Freihardt, wie sie alle heißen, ja, Daniel Sparks... So ein Winfried Vortex würde man da wieder ja, haben. Das auch auf jeden Fall. Glaubst du denn, es wird wieder eine Frau am Rumble teilnehmen? Diesmal nein. Glaube ich diesmal auch nicht, weil Alpha Female ja eh im Moment nicht am Start ist und die ist eigentlich die Einzige, mit der du sowas machen kannst. Ja, da musst du halt so ein Format reinstellen, wie sie reinstellen, damit das halt Sinn ergibt. Ja. Dass man das auch abkauft. Ja, genau, sonst ist es halt irgendwie Quatsch. Alles andere würde, glaube ich, auch den Frauen selber nur schaden irgendwie. Da macht es halt keinen Sinn irgendwie. Deswegen glaube ich das auch nicht. Aber ansonsten könnte ich mir... Oder was ich mir vorstellen könnte, dass sie vielleicht so eine Überraschung machen, dass vielleicht so ein kleinerer NXT UK-Star oder sowas kommt. So jemand. Ja, das ist vorstellbar. Sowas wie Kenny Williams zum Beispiel. Was dann, also kein so richtig großer Name, sondern jemand, der eher so ein Mid-Kader bei NXT UK ist oder so. Oder sowas wie T-Bone oder El Ligero wäre so ein perfekter Kandidat für sowas. Wow, ist auf jeden Fall vorstellbar. Sonst glaubst du nicht an irgendwelche Fly-Ins, die vielleicht auch noch angekündigt werden? Nee, glaube ich nicht. Glaubst du, dass das hauptsächlich tatsächlich mit dem WXW-Kader gemacht wird? Ja, mit Leuten, also auch, da werden wahrscheinlich auch viele Leute sein, die halt nicht bei WXW sonst sind, aber eher dann so aus dem deutschen Raum, sowas wie ne, ein paar GHW-Leute und dann diese Academy-Leute, sowas eher, denke ich. Und sowas wie Tarkan, was du jetzt gesagt hast, gefällt mir, würde auch durchaus Sinn machen, so, aber ich glaube, sonst wird es da nicht so eine sonderlich große Überraschung noch geben. Ja, vor allem jetzt wo er halt den Gürtel verloren hat, kannst du ja halt auch wieder prima einsetzen, ohne dass er halt in irgendeiner Form die Glaubwürdigkeit innerhalb der GWF gefährdest. Genau. Ne? Genau. Wenn du dir denn einen wünschen könntest, also wir bleiben mal realistisch, also wir alle würden uns Kenny Omega da haben. Nein, okay, also realistisch gesehen
Auch im Anbetracht durch die WXW die NXT UK Kooperation, Cassius Ohno. Ja. Ich denke gerade, also gehe ich voll mit, hätte ich Bock drauf, fände ich cool. Aber ich denke gerade so ein bisschen outside NXT UK. Ja. Und bin dabei so jemandem wie Dan Maloney. Nice. So von dem Format fände ich geil, wenn so einer auftaucht. Ja, fände ich super. Auch sowas wäre ja auch eigentlich ein guter Moment, um Leute halt debütieren zu lassen, die man dann halt öfter holen würde. Zum Beispiel, ja, wie du sagst, Dan Maloney zum Beispiel, dass man dann sagt, debütiert beim Shotcut, startet da zum Beispiel eine Storyline, indem er Wrestler XYZ halt rauswirft und hat dann mit dem erstmal eine Fehde und ist deswegen für ein paar Monate da. Hm. Ja, fände ich super. Und aus dem UK kannst halt auch easy einfliegen. Ja, das ist kein Problem, also das geht ja immer fix. Das war super. Ja, wäre ich dabei, warum nicht? Und wo ich sie gerade sehe, einen Julia Nero Return fände ich cool. Ja, das müsste ja jetzt irgendwann bald auch kommen. Der ist auch seit Oktober, glaube ich, verletzt schon, ne? Ja. Meine kurz nach der Tech League war er weg. Und ja, früher oder später. Glaubst du denn, der wird sich mit Avalanche wieder zusammentun, oder? Ob er sich richtig mit ihm wieder zusammentut auf Tech League-Basis, glaube ich eher nicht. Glaube ich auch nicht, vor allem, weil aber das wird halt so. Wir sind trotzdem noch Monster Consulting, unser Tag Team gibt es immer noch. Oder gibt es dann ja jetzt wieder. Ja. Und wir arbeiten halt zusammen. Ja, das fände ich gut. Beziehungsweise, also, dass Sitochi halt der Erste ist, wo Avalanche hingeht, wenn er einen Tag Team Partner braucht. Ja. Ah, definitiv. Kann ich mir tatsächlich auch so einen Return vorstellen, wenn du sagst, man bringt nochmal Avalanche gegen Sitochi in einem mehr oder weniger regulären Match. Sitochi will abhauen über die Rampe und auf einmal kommt halt Julia Nero raus und sagt, zurück mit dir, du Punker. Fände ich auch cool, ja. Und dann hast du halt, gewinnt Avalanche den Titel und beide feiern zusammen im Ring. 5 Chance von epischem Ausmaß. Ja, also du glaubst, es würde bei einer Julia Nero Return keinen Turn von Nero geben? Nein. Glaube ich nicht. Vielleicht dann im Nachhinein, ne, dass sie halt erst sich bejubeln lassen und plötzlich so, dass er ihn dann einfach angreift und er kann es ja argumentieren, so, ey, ganz ehrlich, ich war weg und du löst ja einfach Monster Consulting auf und suchst irgendwelche Ersatzleute für mich, die dich alle hintergehen und ne, kannst halt drauf aufbauen. Ja, definitiv, also könnte man schon mal, also das wäre halt so eine Fehde, ich glaube, das würde sich auch so von selbst fast schon schreiben. Ja. Eigentlich gefallen mir die beiden als Team zu gut, dass ich das sehen würde, aber ich fände, es wäre mal eine interessante Sache. Ja. Ist die Frage halt, was du mit Nero halt danach machst, das ist immer das Problem. Weil auf den Akademiker unter Gnade habe ich schon wieder keinen Bock. Und, keine Ahnung, dieses Gimmick alleine halt, dieses Live-Career-Consultant-Ding hat ja irgendwie auch nicht so ganz funktioniert. Nee, als Solo funktioniert das, glaube ich, nicht ganz gut. Und deswegen wäre halt schwierig. Also die Frage ist halt immer dann, wer ist halt der Turn wert, den zum Riskieren, wenn man halt danach nicht weiß, was man mit dem Typen machen soll. Weil dann wäre es halt zu schade, den Turn halt zu machen. Ja, vielleicht hat Nero auch gar keine Ambition, großartig noch weiter zu catchen. Gut, vielleicht ist die Verletzung ja auch so schlimm, dass er aufhören muss. Das kann ja auch alles sein. Ja, und sagt halt so von wegen, ey, ganz ehrlich, das hat mich so hart außer Gefecht gesetzt, auch mein Privatleben so extrem eingeschränkt. Ich gehe noch mal eine Storyline mit und wir beenden das dann mit so einem Loser Leaves Company oder ja, so. Ja, irgendwie ne? Sowas halt. So bei Back to the Roots dann irgendwie oder wahrscheinlich dann eher früher. Also ohne da jetzt halt irgendjemandem was zu wünschen oder sowas, aber sowas muss man halt auch immer mit im Blick haben, vor allem bei solchen Nackenverletzungen. Ne? Ich meine, Tommaso Ciampa hat ja jetzt auch gerade wieder eine schlimme erlitten und sowas. Das ist halt immer nicht ohne solche Verletzungen, ne? Und ich sag halt ja, immer, ne? Tommaso Ciampa sogar mittlerweile wieder im Training. Ja, habe ich auch gesehen. Und ja, keine Ahnung, man muss halt auch immer so gucken, ne? Ist es das wert, halt solche Schäden dann zu haben und weiterzumachen und dann riskieren, dass man im Rollstuhl ist oder sonst irgendwas? Ne? Wie gesagt, Gesundheit geht immer vor, dann sollte man lieber aufhören, wenn es am schönsten ist, bevor man nachher sich gar nicht mehr bewegen kann oder was auch immer halt. Hm. Würde für mich tatsächlich so auch Sinn ergeben. Ja. Wenn man das so dreht. Also man, es ist ja auch mal die Frage, wie ist die Ambition des Einzelnen? Will er das Risiko noch eingehen? Klar. Oder nicht? Aber gut,
Gut, jetzt haben wir wieder viel zu viel gequatscht und viel zu viel abgeschweift. Aber das muss halt auch mal sein. Manche Sachen, die muss man halt mal sagen. Oder drüber sprechen. Das ist ja auch voll okay und macht ja auch immer sehr Spaß, über sowas zu diskutieren und mal auch von anderen Leuten zu hören, wie die so darüber denken. Also, ja, und es ist ja jetzt auch eine längere Zeit hin, bis wieder WXW ist für uns. Das stimmt. Bis zum nächsten Mal Key-Event durch die Pause. Genau. Die Road 2 Shows sehen wir ja noch nicht mit. Genau, da kann man dann ruhig mal ein bisschen spekulieren. Genau. Liebe Zuhörer, wie seid ihr das denn so? Seid ihr da auch unserer Meinung? Habt ihr andere Meinung? Wer glaubt ihr gewinnt das Shortcut to the Top? Lasst uns das gerne alles wissen. Ich bin mal über eure Meinungen gespannt. Und ansonsten verabschiede ich mich ganz herzlich. Bedanke mich, dass jeder von euch, der zugehört hat, hier zugehört hat. Vielen Dank auch dir, lieber wieder, lieber Marcel, für den netten Talk. Gerne, gerne. Und bis zum nächsten Mal und auf ein neues. Tschö. Ciao, ciao. I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.